2021 am Stand des 60. Caravansalons von Volkner. Ja, hier ist ja wirklich mal ein wunderschönes Fahrzeug mit einem Sportwagen davor. Und das ganz Besondere ist, dieser Sportwagen parkt tatsächlich in der Mitte von Wohnmobil. So als ob man sagen würde, damit die Straßenlage vom Wohnmobil genauso gut ist wie die von dem Sportwagen. Ja, wir sind bei Volkner. Das ist eine absolute Manufaktur in Deutschland. Sie bauen hochprofessionelle Wohnmobile. Guten Morgen, ich grüße dich ganz herzlich. Guten Morgen. Gut geschlafen? Sehr, sehr gut, ja. Ja, wir schauen uns gleich mal die Betten an. Ja, da musst du eventuell mal die Schuhe ausziehen dann, ja. Weil das ist so. Und hier ist das Ehepaar Volkner. Ich grüße euch herzlich. Hallo, Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe euch überfallen. Ich war ja am Donnerstag schon da, habe gesagt, wir müssen unbedingt mal Volkner filmen. Eine absolute, ja, ich sag mal, Rarität auf dem Markt, denn ihr baut jetzt keine Hunderte von Wagen. Wenn du dich mal gerade vorstellst. Ich bin die Stefanie Volkner und freue mich, Sie zu begrüßen. Stefanie, ich grüße dich herzlich. Ich darf du sagen? Ja, natürlich. Campingmarkt. Gerhard Volkner, ja. Der Gerhard. Tolle Farbe, muss ich mal sagen. Die ist, ich sag mal, sehr auffällig, obwohl sie, ich sag mal, dunkel ist, oder? Ja, ist natürlich in der Sonne schon schierende Farbe. In der Sonne sieht die noch ein bisschen anders aus. Ich muss dazu sagen, da kommt noch ein Dekor drauf. Okay. Ist aber noch nicht festgelegt, deshalb steht er jetzt hier in seiner Ursprungsfarbe. Ja, ich habe das gesehen in Amerika, da kann man also wählen aus entweder Standarddekors oder Airbrusher, die irgendwas machen mit allem drum und dran. Der gefällt mir so, war auch schon ganz gut, oder? Richtig, vor allen Dingen ist der komplett 100% auf diesen einen Kunden zugeschnitten. Jedes noch so kleine Detail fertigen wir ja für diesen einen Kunden an. Jetzt mal eine Frage, der war schon auf der Straße? Oder? Ja, war er schon, mit viel Freude. Ja, Gerhard, wenn du mir mal kurz erklärst, man sieht ja so auf den ersten Blick nicht direkt, was drin ist. Es könnte ein Actros sein. Nee, auf gar keinen Fall ein Actros. Könnte. Ja, könnte. Aber ich sag mal, das ist hier jetzt das Top natürlich, die LKW-Chassis, die wir auch bauen. Das ist jetzt hier alles mit Buskomponenten gebaut. Und dann haben wir natürlich einen absoluten Top-Fahrkomfort, was man eigentlich mit einem Actros überhaupt gar nicht vergleichen kann. Da sind Welten zwischen. Bus heißt was jetzt im Unterschied? Also Leiterrahmen, LKW kenne ich ja. Nein, gibt's nicht. Hier gibt's ja hier keinen Leiterrahmen. Das ist ja von unserem patentiertes System. Das Fahrzeug hat überhaupt keine Leiterrahmen, sondern hat die statischen Elemente ganz woanders sitzen. Das wird man im Pkw ja gar nicht da reinbekommen. Stimmt, das ist so, unten drunter. Ja, also das ist im Grunde so, der hat einen Heckmotor, den hört man nicht. Der ist für Personentransport ausgelegt und nicht für Lastentransport. Also das ist eine ganz andere Kategorie als das, was man so auf den LKWs kennt. Also ganz ehrlich, hier das Reduzierte, wenn wir mal gerade ein Stück zurückgehen, das Reduzierte tut dem Auto im Moment unglaublich gut. Ja, wenn er ja schon auf der Straße war, der Kunde hat ihn ja schon gefahren, der weiß gar nicht, was er drauf machen soll, oder? Im Moment, oder doch? Der weiß das schon ganz genau. Ja. Und was er immer wieder sagt, ist, es war wie mit einer Limousine fahren. Der hat die tollsten Limousinen in der Garage und das ist seine Mega-Limousine. Ja, Camping heißt ja, man fährt ab und ist schon im Urlaub. Das Ganze macht ja auch einen Höllenspaß, so ein Fahrzeug zu fahren, gerade wenn es so gut abrollt wie eures. Das bedeutet, ich nehme an, wenn irgendwas knarzt oder irgendwas sich bewegt während der Fahrt, das ist ein Reklamationsgrund, oder? Ja, aber das passiert nicht. Du bist dafür, so klasse. Ja, das passiert nicht. Dafür haben wir einfach unseren Namen zu verlieren sonst. Nein, es ist wirklich so, die Fahrzeuge sind so aufwendig gebaut und werden bei uns natürlich vorne bis hinten getestet. Und das ist natürlich auch jetzt ein Problem. Dadurch, dass man einen Heckmotor hat, hört man überhaupt nichts in dem Fahrzeug. Der hat überhaupt null Geräusche, auch keine Fahrgeräusche. Und aus dem Grund allein muss er schon innen so gebaut sein, dass nichts knarzt und knattert. Ja, ich zeige mal gerade, das ist ja mein Reifen, aber das Besondere ist, er hat auch ein Slide-Out. Ihr baut die selber? Nein, der hat kein Slide-Out, der hat ein Wall-Out. Wall-Out bedeutet, der schiebt die Fläche über die ganze Länge raus, wie man hier sehen kann. Jetzt, wo du sagst. Slide-Out ist immer so Hundehütte und wird benötigt meistens dann, oder wenn man Chassis hat, die Außenwände nicht in der kompletten Statik tragen können. Das kann der aber hier durch seine Bauart. Was ziemlich krass ist, man sieht hier keine Komponenten, Elemente, Bauteile. Ich habe andere gesehen, die haben Slide-Outs, ja. Und da siehst du dann die Stahlkonstruktion und so weiter. Und ja, da kommen so Trägerwerke drunter weg. Das gibt es natürlich auch, aber das ist eigentlich technisch total veraltet. Hier sieht man gar nichts, das kommt von Geisterhunter raus. Und der ist ringsrum auf 5 mm genau eingepasst und funktioniert. 5 mm. Ja, auf die ganze Länge. Ja, ich sage es so, das ist ja immer so ein rollendes Erdbebengebiet, wenn man auf der Straße fährt. Aber ich nehme an, klar, Luftfederung. Ja, natürlich, Luftfederung. Und wie gesagt, als Buschassis direkt für 100 Kilometer geeignet und für Personentransport.
So, das nenne ich immer eine Hubstütze, oder? Ja gut, das sind natürlich Stützen, die können ein Stück 20 Tonnen tragen. Das müssen die hier zwar nicht, aber das setzen wir natürlich auch aus statischen Gründen ein. Ne? Schön. Es gibt einen Eingang. Ja, es gibt einen Eingang. Aber wenn man den bestellt, kriegt man noch zwei oder drei oder vier. Ehrlich? Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Genau, ich zeige mal gerade hier vorne, da haben wir es drin. Ja. Denn ja, es ist unglaublich, ja, wenn man jetzt hier mal dabei geht. Und da steht er. Ja, du hast mir erzählt, am Donnerstag, da gibt es eine Revolution. Ich habe auch gar nicht groß nachgefragt, ja, weil ich wollte euch nicht stören da. Und hast du gesagt, da kommt was ganz Besonderes. Das heißt, das wurde extra angepasst für das Fahrzeug. Ja, der Kunde hat natürlich dieses Fahrzeug hier und wollte ihn gerne mit in Urlaub nehmen. Ist natürlich auch verständlich, wenn man in den Urlaub fährt, will man seine besten Fahrzeuge mit haben. Und der gehört nun mal dazu. Und das ist ja ein außergewöhnliches Fahrzeug. Da gibt es auch nur ein paar Stück von. Der ist schnell, oder? Ja, der geht weit über 400 Stundenkilometer. Weit über 400. Sehr schön. So, ich zeig's mal gerade. Der hat jetzt so einen Schlitten hier. Der liegt auf dem Boden auf Rollen, oder wie läuft das? Ja, das sind verschieden. Also der kann schleifen, der läuft aber auf Rollen. Der ist kardanisch aufgehangen, sodass er sich auch über Unebenheiten drüber zieht. Er wird hydraulisch eingezogen und auf die Höhe und die Länge des PKWs angepasst. Aber wie du eben schon richtig gesagt hast, kann man ja auch erkennen, wir kriegen durch dieses Fahrzeug ganz unten natürlich einen super Schwerpunkt auch fürs Reisemobil. Ne? Das wirkt sich natürlich sehr, sehr schön aufs Fahrverhalten aus. Ja, ich hätte fast gesagt, der Boden hat den gleichen Teppich wie die Halle, aber es ist der Hallenboden. Das ist der Hallenboden, ja. Stark. Ja, ich habe gesehen am Bodensee, die Eigner, die hatten jetzt kein Auto drin, die hatten dann Fahrräder drin. Ja, das heißt, also das ist vollkommen frei, was man reinmacht. Man kann auch Fahrräder reinmachen, oder? Man kann ja noch Fahrräder rein. Noch. Ja. Noch. Die kommen zusätzlich auf der anderen Seite. Der ist ja jetzt keine 200 Meter breit wie das Reisemobil. Das heißt, hinten bleibt noch 50 Zentimeter über. Und da können noch Fahrräder stehen. Da vorne in dem Raum, den kann man von hier sehen. Okay, ist es schwer zu zeigen jetzt schon, oder? Nein, ist überhaupt kein Problem. Stehen aber jetzt keine Fahrräder drin. Ja, wenn ich das mal sehen darf, weil ich sag mal, die Leute fahren ja nicht nur Sportwagen, sondern man hat ja eventuell auch einen Roller dabei. Das heißt, man muss euch einfach nur sagen, was ihr wollt. Also, wir können hier mal eben schauen. Genau. Gleiche Auto. Zu Recht, ja. Ihr seid ja auf der Messe, muss man sagen. Ja, das ist Messebetrieb. Wir müssen ja ein bisschen zuhalten, aber sonst zieht jeder die Klappen auf. Wir machen jetzt eine auf, dann können wir uns anschauen. Sehr schön. Kurze Frage, der Motor, der hat Leistung, oder? Der hat 500 PS, oder? 530 PS und der ist im Heck. Ja. Das heißt, der säuselt vor sich hin, den hört man vorne natürlich gar nicht. Aber was eigentlich noch entscheidender ist hier, man hat im Grunde genommen vorne keinen Motor zwischen den Rädern. Das heißt, die Räder können viel extremer einschlagen. Dadurch ist das Auto unglaublich wendig. Man kann sagen, der wendet wie ein Kompass. Und man hat vorne keine Hitzeentwicklung vom Motor und auch keine Geräuschentwicklung. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende bei diesem Konzept. Okay, das heißt, ich kenne das nur von früher. Da gab es Jaguar und da hat mein Chef immer gesagt, ja, wenn man den Motor hört, ist er kaputt. Ja, das ist richtig, ja. So, ich zeige mal gerade da oben. Ja, die Markise ist freitragend, oder? Die Markise natürlich freitragend. Natürlich. Ja, die meisten anderen, du wirst das kennen, ja, die klappen dann die Stützen raus, da muss man immer irgendwas machen. Ja, natürlich. Gut, wir müssen natürlich auch auf unser Gewicht achten, aber wir haben hier natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Weil der Chassis hat 18 Tonnen. Also wir können da schon ein bisschen stabilere Sachen einbauen. Das ist eine normale Markise, die man auch an Häusern oder in Gastronomie findet. Das ist also keine Campingmarkise. Sag mal hier, diese große Klappe, die geht jetzt mechanisch oder elektrisch runter? Nein, geht alles hydraulisch bei uns. Hydraulisch? Ja. Auch hier. Wir können das Spiel auch gerne mal fahren, also das ist kein Fake. Bitte fahren. Ja, bitte. Ja, sei so lieb. Du hast einen Mann, das ist ja der Hammer. Unfassbarer Kerl. Er tut immer so, ja, alles ist so schnell, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, das war nicht immer so, oder? Unglaublich, man muss sich vorstellen, dieses Fahrzeug hat in der Konstruktion auf einem weißen Blatt Papier angefangen. Und die komplette Konstruktion, die komplette Entwicklung, die Idee ist alles in seinem Kopf entstanden. Unglaublich. Und wir haben viele fleißige Hände im Betrieb, die das dann fertigen. Das haben so viele Leute bei uns auf dem Kanal gesagt, ja, ihr müsst unbedingt zu Volkner gehen, ihr müsst das filmen, ihr müsst das zeigen. Ja, und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt zieht er den einfach in den Bauch ein. Das Schöne daran ist, man kann über die Hubanlage den Freiraum bestimmen. Das heißt, man kann Autos reinstellen, die maximal bis 1,45 Meter hoch sind. Bedeutet eigentlich im Grunde fast jeden Klein- oder Mittelklassewagen. So, und jetzt kommen wir zu unserer Klappe, die fährt natürlich auch elektrisch zu. Unglaublich. Ja. Ich fahre sie jetzt nicht ganz zu, da würde es so lange dauern, aber die fährt komplett zu und dann kann ich das ganze Spielchen wieder so rausfahren. Sag mal, Gerhard, ich weiß, ihr könnt nur schwer nach Amerika liefern, ihr müsst da laufend Anfragen haben, oder? Ja. Wir haben Anfragen über die ganze Welt und liefern in die ganze Welt. Ja, wir liefern weltweit.
Okay. Ich zeig's nochmal ganz langsam, ja. Man müsste fast so irgendwas einspielen, Wagner oder sowas, ja, damit das Ganze unterstrichen wird. Ihr seid total liebe Leute, muss ich sagen. Und es gab mal irgendwann mal eine Doku, da wurde das so ein bisschen so nach dem Motto, war da am Campingplatz Champagner und so. So seid ihr gar nicht, oder? Ihr trinkt Bier. Nein, überhaupt nicht. Das war mehr als Scherz gedacht. Wir nehmen den kompletten Champagner, aber irgendwie scheint das anders rübergekommen zu sein. Ja, ihr seid wirklich, im Prinzip, du bist eigentlich Ingenieur, Handwerker. Kann man das so sagen, oder? Ja, ich bin Karosserie- und Fahrzeugbaumeister. Meister, okay. Und dann habe ich gedacht, irgendwann mal, ist aber schon fast 30 Jahre her, müssen wir auch mal ein eigenes Wohnmobil bauen. So hat das alles angefangen. Und als Fahrzeugbauer hat man dann natürlich, ich sag mal, so gewisse Grundlagen, die einem dann zugutekommen. Boah, das hast du echt gut gemacht, muss ich sagen. Ein Steckenpferd war immer Hydraulik. Hydraulik? Ja, ich habe früher viel schwere Fahrzeuge gemacht, wo man 100 bis 150 Tonnen Nutzlast draufstellen konnte. Okay. Die wurden hydraulisch auseinandergefahren und so. Da kommt das eigentlich her. Stopp, darf ich mal ganz kurz sehen, wie das hier gemacht ist hier drin? Die ist aus GFK, die Klappe, oder was ist das? Ist alles Aluminium. Alles Aluminium. Die werden auch bei uns gefertigt. Was wahrscheinlich, was super ist, was man hier jetzt schön sehen kann, wenn dich das interessiert, Ja. Alle Anlenkungen und Verschlüsse sind innerhalb der Dichtung. Die Dichtung ist homogen, komplett um die ganze Klappe rum, Ja. Kann man hier sehen. Ja. Wenn man die jetzt zumacht, das heißt, alle Dichtungen liegen und Verschlüsse liegen innerhalb. Das heißt, die Klappe liegt vollkommen dicht hier drauf. Ich habe schon Leute gesehen, die schneiden hier wegen so einem Verschluss oder so die Dichtungen aus. Das ist natürlich vorprogrammiert, dass das undicht wird. Das sind alles so feine Details, die für uns selbstverständlich sind, aber die einfach für so ein Fahrzeug sein müssen. Sag mal Gerhard, Ja. Das ist jetzt eine Aluklappe, die sieht von außen so perfekt aus. Ja. Das ist aber Handarbeit, oder? Das ist Handarbeit, ja gut. Wir haben Maschinen, da kannten wir die drauf. Erst eine Laseranlage, da wird das alles gebrannt. Dann die ganzen Ausnehmungen, Lichter und so sind alles drin. Und dann wird die auf einer Maschine profiliert, auf einer großen CNC-Abkantpresse. Ja, und dann geschliffen, lackiert und halt eingepasst. Ja, auch der Lack, das ist ja gar nicht so einfach. Ihr macht den selber drauf? Ja, wir haben eine eigene Lackieranlage. Ja, nee, das ist nicht so einfach. Ne? Man muss die richtigen Leute dafür haben, das ist ja nicht das Problem. Ne? Weil der ist ja jetzt ohne Aufkleber und den Ja. Ganz so homogen hinzukriegen. Man sieht auch keine irgendwelchen Träger oder irgendwas durch, sondern nee, es ist eine... Das sieht man ja. Das für eine GFK-Fläche ist halt im Grunde genommen eine Top-Fläche. Und das hinzubekommen, das ist nicht so einfach. Vor allem mit den heutigen Wasserlacken und auf geraden Flächen. Weil der hat ja eine komplett gerade Fläche. Wenn ich jetzt beim Pkw so bombierte Flächen habe, ist das viel einfacher. Dann kriege ich immer Spannung auf den Lack. Das kriege ich hier gar nicht. Ja, das Schlimme ist auch, ist ganz gemein, du hältst eine Leuchtstoffröhre daneben, da siehst du ja alles hier. Alles. Aber wenn man mal hier über die Klappe guckt, die ist Ja. Gekantet und die ist makellos. Die ist, als wenn die gefräst wäre. Ja, ich habe das gesehen Ja. In Stuttgart, da stand so eine große Fräse, die hat dann... Die können sowas, ja. Haben wir übrigens sowas. Auch sowas. Ja, toll. Ja, wäre zu aufwendig, das auf eine Fräsmaschine zu machen. Sag mal, von der Sprache her würde ich mal fast sagen, ihr kommt aus Nordrhein-Westfalen, oder? Wir sind Wuppertaler. Wuppertaler, Ja. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, richtig. Ich habe keine Ahnung, ich komme aus Frankreich, so, ja. Ja, es ist Last But... Wo die Straßenbahnen unter der Decke hängen. Kennst du bestimmt. Ich habe einen Film gesehen, die gibt es ja schon ewig, die Schwebebahn, seit hunderten Jahren. Ja. Das ist auch ein Meisterwerk, oder? Für damalige Zeit. Ja, da ist auch so eine Sache, die hat über 100 Jahre makellos gelaufen, dann hat man die umgebaut auf neue Technologie. Seitdem haben wir nur noch Störungen im Wuppertal. Gerhard, wir müssen gerade noch mal kurz da reingucken in die Klappe. Ihr habt sie Ja. Aufgemacht, gell? Ach so, dann gucken wir mal eben da rein. Dass wir da mal sehen, denn Ja. Die Leute haben ja auch ein Fahrrad dabei. Haben wir kein Fahrrad hier? So, sehr schön. So, und das ist jetzt alternativ, da kannst du reinmachen, was du willst. Da ist jetzt Messekram drin. Ja, da ist jetzt Messekram drin, da kann man dann natürlich rausmachen, da kommt dann ein Fahrrad rein. Aber warum ich das hier mache, ist um mal zu demonstrieren, was da für ein Showroom ist. Ne? Die kann man also bequem, guck mal hier, ich kann meine Hände ausstrecken und komme immer noch nicht oben dran. Und die Tiefe auch. Also hier stellen wir normalerweise 2 bis 29er Fahrräder rein, da muss man natürlich das Vorderrad abmachen. Okay. Vorderrad ab, dann werden die Lenker geklappt, dann stehen hier 2 große Räder drin. So. Und dahinter halt der Pkw. Ne? Stark. Oder Sektflaschen. Und im Winter unsere Skischuhe und die Handschuhe, Ja. Weil Ja. Dort ist alles beheizt. Das ist hier wie eine Heizplatte, kann man sehen. Da ist eine Wasserheizung drunter. Und das ist wirklich im Winter für Skisachen oder für Schuhe, die beheizt werden, die wieder trocknen müssen. Da ist ein Ablauf drunter, das Wasser weg kann. Also das ist schon sehr, sehr im Detail konstruiert. Dann kann man mal hier so einen Hahn, muss man sich mal angucken, einen Einfüllhahn hier. Das ist die Entsorgung, oder? Die Leitung? Nee, das ist eine Versorgung für Frischwasser. Das ist im Grunde Ja. Genommen, da kann man auch ein Auto mit abschleppen, wenn man das will. So stabil ist das alles gebaut. Für die Ewigkeit? Ja, für die Ewigkeit. Auch hier die Pumpenansaugung, Sumpf, alles aus Edelstahl und so. Da ist auch sehr, sehr aufwendig gebaut alles. Die meisten fahren noch? Oder alle? Alle. Alle. Also wir haben jetzt einen zurückgekauft, der ist 23 Jahre alt. Und der steht bei uns in der Ausstellungshalle. Und wenn die Leute da reinkommen, sagen die, ist der neu. Mhm.
gut, kann man sich angucken. Ja. Sag mal hier, was ist da drunter, wenn ich mal fragen darf? Technik drunter. Technik. Zu Recht. Also ich sage mal, ist ja so hier auf der Messe, ihr habt ein spezielles Messekonzept, habt ihr hier. Das heißt, eine Familie darf nur rein. Ja. Die Nachfrage ist riesig, oder? Ja, natürlich, klar. So. Also ich sag mal so, die Nachfrage ist groß, aber Interesse ist natürlich noch viel riesiger. Sag mal, das ist dein Sohn, oder? Das ist der Max. Ist das der Kleine aus dem Video? Ja, das ist mein Ältester. Ehrlich? Du bist jetzt der Große, oder was? Genau. Du hast aber einen Papa. Sag mal, die Leute müssen dich doch ansprechen, das ist ein geiler Job, den dein Papa hat, oder? Ja, das stimmt. Okay. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Unternehmen. Okay. Und das macht mir auch viel Spaß. Gut, da ist natürlich die Anforderung an so, ich sag mal, das eigene Erbgut ist natürlich hoch. Das heißt, du musst immer Perfektion leisten, oder geht's? Genau. Nee, ich bin schon dabei, immer Perfektion zu leisten. So ist das so. Da hat der Papa dich so ein bisschen aufgetrimmt. Ja, genau. Du hast noch einen Bruder, oder? Ja, genau. Ich habe noch einen kleinen Bruder, den Leonard Volkner. Mhm. Und jetzt, was ist jetzt bei dir die entsprechende Aufgabe im Unternehmen? Was machst du? Ich mache momentan noch eine Ausbildung. Okay. Und als Fahrzeugbauer und komme so in die ganzen Bereiche rein. Und habe jetzt auch maßgeblich am Brainpiloten 4 mitentwickelt. Echt? Genau. Stark. Also du weißt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da muss man erstmal lernen, lernen. Und irgendwann mal, vielleicht bist du auch so erfahren wie der Papa, oder? Oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Hoffentlich. Also ganz ehrlich, ich bin manchmal erschrocken, wie super der Max sich entwickelt und was er drauf hat. Ist unglaublich. Max, wenn du mir mal kurz erklärst, wo du gerade da bist. Ihr habt eine kleine Steuerung oder hier eingebaut oder wie funktioniert das Ganze technisch? Genau, die Steuerung ist hauptsächlich im Innenraum sichtbar. Okay. Hier kann man jetzt einmal die ganzen Hauptsicherungen sich ansehen und vor allem den Fäkalien- und Abwassertankschieber. Okay, hier der, kann man dann, ist wo? Das kann man hier vorne mit den Wählschaltern auswählen. Okay. Und so Achso, kann man dann die Tanks ganz die sind natürlich erklären. Elektrisch, ist genau. Ja so. Genau. Ja. Wahrscheinlich mit Kamera und allem mit drum und dran. Was interessant ist, bei den Fahrzeugen ist komplett alles Versorgung, Entsorgung, alles zentral unter einer Klappe. Wir haben ja zentral alles an einer Stelle. Ihr werdet bei uns nirgendwo außen ein Loch sehen, wo ein Tank abgefüllt wird oder eine Steckdose rein muss oder sonst was. Oder ein Kühlschrankloch, wo Lüftung sein muss. Die sind völlig glatt. Die Fahrzeuge sind so konstruiert, dass diese ganze Technik alles zentral an einer Stelle sitzt. Hier vorne ist ein Ausgang für einen Wärmetauscher. Was hat das für einen Grund? Das ist die Befüllung. Wir haben eine spezielle eigenentwickelte Heizungsanlage, die verfügt natürlich über ein hohes Wasservolumen und der wird damit befüllt. Ah, okay, verstehe. So, oder dann entleert oder getauscht oder was man auch will damit. So, ihr habt natürlich viele lange Schläuche, denn mit so einem Fahrzeug kann man unter Umständen mal nicht ganz nah ranfahren. Deswegen habt ihr immer so 50 Meter Wasser und mehr dabei. Ja. Wobei die ja sehr autark sind, aber irgendwann sind natürlich auch 1000 Liter Tanks leer oder 500 oder 600 Liter Abwassertanks voll. Und dann muss ich natürlich entsorgen. Und das ist auch wieder zentral, hier habe ich ja eben gesagt, alles zentral. Hier ist die Entsorgung für Fäkalien, für Abwasser. Hier oben habe ich direkt die Schieber dafür. Hier habe ich Spülung für Fäkalientank. Das sind auch so Sachen, die hat auch nicht jeder. Und wie gesagt, alles natürlich für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, ja. Hier ist die komplette Elektrik, das ist unsere Zentralbox, hier ist alles drin. Die kann ich mit einem, wenn man das sieht hier, die kann ich mit einem Vierkantschlüssel aufmachen, klappt die runter, dann habe ich die ganzen Module und die ganze Elektrik komplett vor mir liegen. Hier haben wir zentral 12, 24 Volt Sicherung, hier die ganze 220 Volt Seite. Und wenn ich dem Kunden dann sage, geh mal zur Sicherung, dann weiß er ganz genau, er muss hier hin, es gibt nirgendwo andere Sicherungen. Okay. Dann brauche ich nicht das ganze Auto rennen, einmal hin, einmal vorne, einmal rechts, einmal links, das gibt es bei uns nicht. Alles zentral. Und die für das Fahrzeug, die Sicherung, die sind auch hier drin, oder? Fahrzeugsicherung ist ein eigenes Thema, können wir uns aber gerne angucken. Gerne. Ja. Also, spannend. Wir haben einen Stauraum. Abgeschlossen. Max, schließ mal immer auf. Ja. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Klar. Ja, das ist unterschiedlich. Ist ja ein Kundenfahrzeug. Ja, ist es so. Darf ich noch fragen, wie viele Fahrzeuge fahren im Moment auf der Straße bei euch? Von unserem? Ja, von euch. Über 200. Über 200? Ja. Also hier ist auch ein riesen Showroom drin, der geht auch wieder bis oben hin. Ich hätte mich jetzt da reinsetzen können, aber der hat hier noch eine Zwischenablage, damit man sich überhaupt mal die Vorstellung von so einem Showroom macht. Und vor allen Dingen auch die Klappen, die davor sind, das sind nicht so kleine Huken, wo man keinen Bierkasten reinkriegt oder so. Wir sind immer da für die praktischen Sachen und dann großzügig. Aber der hat noch einen Knaller. Ja, warte. Aber das können wir Die sind baugleich, oder? Die Fahrzeuge? Ich nehme an, bloß innen sind sie anders, oder? Dann total komplett anders von innen. Genau. Warte mal kurz. Ich gehe mal kurz darüber. Perfektion. Ich kann dich aber gerne, wenn du möchtest, du hast wieder Kunden, muss man sagen, ja. Richtig? Ich kann dich gerne mal kurz entlassen, dann mache ich mit deinem Mann weiter. Perfekt. Und dann tschüss, bis später. Ciao.
Klär mich auf, was ist hier? Normalerweise ist ja hier der Motor. Der Motor ist ja, wir haben ja hier keinen Motor. Das nutzen wir natürlich für andere Dinge. Und zwar haben wir hier eine schöne Sache. Das ist auch keine Spielerei, wie man sieht. Stopp, stopp, warte mal kurz. Du machst das so oft. Das sind ja mal Riegel, oder? Ja, das sind mal Riegel. Da kann man die komplette Bugmaske, da müsstest du mal ein Stück an der Seite gehen. Die können wir jetzt hier nach hinten ziehen. Ja. So, und hinter verbirgt sich ein Generator. Hier vorne sitzt die ganze Klimatechnik drin. Das heißt im Umkehrschwung, ich komme überall super dran. Mhm. Ne, für die Wartung. Servicefreundlich. Servicefreundlich, weil wir müssen ja raus, müssen die Fahrzeuge Service machen, müssen warten. Und dafür müssen wir auch vernünftig da dran können. Tanken, was ist da für ein Tank drin? Der hat hier so einen 400 Liter Dieseltank, Kraftstofftank. Okay. Der geht natürlich hoch bis 600, 800 Liter. Aber da muss ich natürlich auf andere Dinge verzichten, weil die Volumen müssen ja irgendwo bleiben. Ne? Wie schwer ist das Auto? Der hat ein Leergewicht von 14 Tonnen, das ist der Perfection. Mhm. Und hat dann eine Nutzlast von 4 Tonnen ungefähr. 4 Tonnen. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal kurz weggehst, dann zeige ich das mal gerade im Ganzen, wie das jetzt im Moment aussieht. Das heißt, du hast die Bugmaske jetzt weggeklappt, die sieht so aus. Und ich habe das in Amerika mal gesehen. Das ist aber, ich habe das Gefühl, immer was ganz anderes wie bei dir. Ja, das ist alles nicht so massiv gebaut. Ja. Da ist nämlich auch der Stromgenerator ist vorne drunter und so weiter. Ja, ja. Der ist natürlich extrem leise, oder? Ja, der ist extrem leise. Also wenn wir hier stehen, wenn wir 2 Meter weggehen, ist der nicht so, ja, nicht. Da liegt natürlich auch daran, weil wir unheimlichen Aufwand betreiben. Die ganzen Auspuffanlagen, Kühlsysteme gehen alle über Dach. Es geht kein einziger Auspuff nach unten raus. Mhm. Auch nicht von den Heizungen. Geht alles komplett über Dach. Großes Kino. Komm, wir gehen mal rein und dann schauen wir uns mal den schönen Performance S an. Denn der ist wirklich unglaublich. Hi. Hallo. Also ich muss sagen, der Gerhard, das ist ein, ich sag mal, ein Fahrzeugbaumeister, den musst du jetzt gleich mal erleben, ja. Der weiß nicht nur alles, sondern er hat unglaublich viel Erfahrung und er kennt die Fahrzeuge natürlich alle aus dem FF, ja. Das heißt, du planst sie mit, oder? Ich plane die nur. Du planst sie nur? Ja. Aber wir können mal eben auf die Fahrzeuge oder Fahrzeugelektrik uninteressant. Doch, auf jeden Fall. Schauen. Fahrzeugelektrik, natürlich. Sorry. Das Wichtigste von allem, es muss ja funktionieren. Ja. Wir haben zwei Baugruppen hier. Zwei Baugruppen, das betrifft einmal die Baugruppe Fahrzeug, in dem Fall hier Volvo. Okay. Und dann haben wir hier nochmal eine Baugruppe, die betrifft uns, das ist Steuerung. Oh, ist das schön sogar in Stehhöhe. Ja. Wenn du mal ganz kurz weggehst, ich filme mal gerade rein, dass wir das mal sehen und du erklärst mir mal gerade. Das heißt, ihr baut die Steuerung selber? Die bauen wir alle selber, ja. Die haben wir selber entwickelt und auch selber gebaut. Steuerung ist 23 Jahre alt, aber permanent weiterentwickelt. Sie funktioniert. Ja, die funktioniert. Und der da hinten, der aktuelle jetzt, der hat die Steuerung 4 schon drin. Die ist ganz neu, die kann noch viel mehr als die. Okay, das ist das, was dein Sohn entsprechend mitentwickelt hat? Genau, die hat er mitentwickelt. Da hängt er sich unheimlich rein, da bin ich echt erschrocken manchmal. Also das heißt, das hier, das ist noch diskret mit Bauteilen und die andere Steuerung, die ist wahrscheinlich Mikroprozessor gesteuert, da ist ein Rechner drin. Genau, das ist gerade moderne Technik. Okay, verstanden. Es muss obwohl, wir haben vor 20 Jahren schon diese Technologie, läuft mit Lichtwellenleitern. Das wird ja heute noch verbaut, ne? Auch massiv. Störungsfrei quasi. Ja. Da kommt also Maschinenbau. Ich weiß nicht, wir haben Fahrzeuge gebaut früher, ob ich das erzählt habe, aber das waren halbe Maschinen. Da waren halt Maschinen für den Recyclingbereich. Da waren auch Antriebe bis 1000 PS drin. Da war natürlich viel Hydraulik, viel Elektrik, viel Elektronik, Steuerungen und so. Da haben wir auch eine Mordserfahrung. Ja, die Farbe, die changiert. Du sagst, die... Siehst du das, wenn du hier kommst und in der Sonne, sieht der wieder ganz anders aus. Ja, gigantisch. Wie so kristallig, ja. Und wenig Fenster hier auf der Seite. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ist jemand drin? Okay. Aber warte mal kurz, das ist kein Problem. Ein, zwei Storys. Wann habt ihr angefangen und als der Mann kam und hat gesagt, naja, ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich irgendwann mal so Kühltransporter gebaut oder irgendwas. Ja, ja. Genau. Ich habe 1976 angefangen, also mit 20 Jahren und habe dann erst Fahrzeuge gebaut, weil ich mit 14 bin in die Lehre gekommen, habe Fahrzeugbau gelernt und von da an baue ich Fahrzeuge. Und mit 20 selbstständig gemacht und irgendwann, Anfang der 90er Jahre, habe ich dann angefangen, Reisemobile zu bauen. Anfang der 90er, da sind meine Töchter geboren, 1989, das ist so. Und die fahren noch, alle, die gebaut haben? Die fahren alle noch, ja, okay. Die fahren alle. Was ist da normalerweise zu machen? Kann der Kunde theoretisch, kann der den Innenraum komplett renovieren wie in der normalen Wohnung? Das geht? Ja, genau so müsst ihr euch das vorstellen. Also
Wir haben einige dabei, die sind schon zwei, dreimal renoviert worden. Wenn ihr jetzt hingeht, ein H-Kennzeichen beantragt, das kommt sofort, wenn die 30 Jahre... Da kommt jetzt der Erste mit H-Kennzeichen. Erste. Ja. Ja gut, das ist nämlich ganz wichtig, weil ich sag mal, eine Abgasnorm und so, kann man die nachrüsten, die Motoren? Nein, aber H-Kennzeichen uninteressant. Ja klar, aber wenn die jetzt so entsprechend dazwischen laufen, der will jetzt umgehen nach Stuttgart, habt ihr da eine Lösung? Ja, es gibt Steps, da kann man nachträglich Katalysatoren einbauen, aber bei den neuen Fahrzeugen sind sie sowieso drin. Aber irgendwo sind da auch die Grenzen gesetzt, dann wird es schwierig. Ne? Okay, das heißt, die müssen in Zweifel auf Stuttgart verzichten. Im Zweifel ja, aber ist auch kein Problem. Wer fährt mit so einem Auto nach Stuttgart, dann parke ich lieber draußen, hol mir den Pkw raus. Stimmt, der ist ja drin. Ja, der ist drin. Super. Ja, toll. So, wir gehen mal kurz rein. Da ist ein großer Spiegel. Ja, Trend geht ja im Moment zu elektronischen Spiegeln. Was ist da deine Meinung zu? Ja, ich habe sie gefahren. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe zwar keinen Außenspiegel, kann man sich auch streiten, ob das gut oder schlecht aussieht, aber dafür habe ich im Innenbereich so hohe Monitore, die stören mich total. Und dann bin ich damit gefahren und wenn man in den Tunnel reinfährt oder so, dann hat man immer das Problem des Taupunkts. Also dann habe ich zeitweise kurzfristig auch die Qualität weg oder sehe gar nichts mehr da drin. Also mir war das noch nicht so, dass ich sagen kann, Kunde, wir bauen sie ein. Ich habe bei meinem Fahrzeug einen toten Winkel. Also der ist ziemlich ausgeprägt auf der linken Seite. Ja. Und wenn er noch größer wäre, würde ich mich umbringen, weil ich muss ab und zu mal schon so gucken, also links und rechts. Also unterm Strich, Fazit, ich bin noch nicht begeistert davon, wird aber mit Sicherheit kommen. Die werden verbessert werden. Sehr schön. Ganz kurze Frage, ist da drin Musik? Ja. Wenn du die bitte ausmachen würdest wegen dem Ton. Das wäre schade, weil ich weiß ich darf nicht, weil es wird sofort. Ach so, ja, mach ich. Es wird sofort geblockt und das wollen wir ja vermeiden bei dem schönen Fahrzeug. Wahnsinn. Allein schon jetzt hier von außen ist der Hammer, oder? Ich bin sprachlos. Verzaubert, es ist... Ja, hast du mal reingeguckt? Nein, ich habe noch nicht mal gewagt. Ich habe einfach nur gestanden und gelächelt. Ja, das ist der Performance S und wie du siehst, hier alles, die Aufbautür, hier BKS-Schlösser drin. Das ist alles aus dem Haushalt. Es glitzert. Nur hier, wenn es hell ist, so ein bisschen. Ist Metalliclack, ein ganz, ganz spezieller Metalliclack, ja. Und wow. Warte mal. Ach, da haben wir. Ach, eine Absturzsicherung. Nein, dass man hier auch vernünftig sitzen kann. Und dieses Plateau ist natürlich auch bodengeheizt, muss man sich mal vorstellen. Das Plateau ist bodengeheizt? Ja, das Boden, auch die ganzen Stufen, ist alles bodengeheizt. Elektrisch oder? Nein, Warmwasser. Warmwasser? Warmwasserheizung. Schläuche sind da dann. Ja, richtige Heizung. Sag mal, Gerhard, du musst mal kurz runterkommen. Ja? Ich liebe deine Aufbautür. wie du allein das Haushaltsschloss hier eingepasst hast, ja, auch wieder mal auf den Millimeter, oder? Ja. Das heißt, die Leute gucken überall hin. Ja, da ist eher so, wenn sie den mal anpacken, ist eher so eine Safe-Tür, ne? Ja. Wenn man die, also die ist schon gewaltig. Wenn man und die hat zwei Riegel? Ja, die ist vierfach verriegelt. Vierfach geriegelt? Ja, die hat hier eine Doppelverriegelung, also der rastet zweimal und dann wird der hier verriegelt und oben verriegelt. Warte mal, hier und oben. Ja. Das heißt, du kannst von oben auch, ach, du hast ein Schloss, was nur von innen aufgeht. Von innen, ja. Das gibt es so, wie es hier ist, mechanisch, gibt es aber auch als Fünffachverriegelung voll elektrisch. Also da kann man sich... Gut, das hat natürlich den Vorteil, das hier funktioniert immer. Das ist der Vorteil. Ja, das funktioniert immer, ja. Das ist richtig. So, es kann ja mal irgendwas immer mal passieren, das ist so. Aber ich sag mal, wenn sich jetzt jemand ausschließt, dann muss schon der Schlosser kommen, oder hier? Ja, wenn sich jemand ausschließt, ist es schlecht. Ne? Das ist schlecht. Da kommst du weder rein noch raus dann. komm, wir. Ja. Oder hier, guck mal, hier links der Eingang. Sag mal, ist hier alles aus Alu bei dir, oder wie? Das ist Edelstahl. Alles Edelstahl, ja. Chassis ist auch nicht alles Edelstahl, aber sagen wir mal 80% ist Edelstahl. Kann man ja hier auch sehen. Ist alles gut, das wiegt natürlich ein bisschen, oder? Wiegt natürlich, das ist der Nachteil, aber... Hält ewig. So, jetzt mal, ich gehe mal kurz vor. Ja. Warte mal, ich zeige mal gerade hier oben, der Kunde kann alles bestimmen, zum Beispiel die Farbe hier von den Stufen. Ja, geht. Das ist jedes, wenn du die anderen Autos anguckst, jeder ist anders. Alcantara, das Leder ist echt? Ja. Warte mal. Ich gehe mal kurz hoch. Also er hat gerade gesagt, das habt ihr nicht gehört, bei einer Million kommt er bei dem nicht aus, aber... Der liegt bei etwas über 2 Millionen. Bei etwas über 2 Millionen. Die Preise kenne ich aus Amerika, muss ich fairerweise dazu sagen. Das ist nämlich unglaublich. Und das Besondere ist hier, du hast es nicht gehört, er hat kein Slide-Out, wo nur ein Teil rausfährt, sondern die komplette Wand fährt raus. Dadurch hast du diesen riesengroßen Innenraum, mit dem du natürlich nicht in der Größe auf der Straße fährst. Das hier ist natürlich eine Geschichte, die kannst du nur benutzen, wenn du, ich sag mal, auf dem Platz stehst oder irgendwo. Ist das ein Hammer? Wow. Warte, ich zeig mal deine Augen. Okay. Mach mir mal einen Gefallen, wenn ich da mal reinsetze, bitte. Mal einen großen Vergleich. Okay, da passiert nichts. Oh mein Gott. Ist eine super Reaktion, oder? Ja.
Ja gut, ist natürlich auch ein total edles Auto. Man muss dazu sagen, der ist aus einem Holz gefertigt, der das schon seit 25 Jahren nicht mehr geschlagen werden darf. Okay. Das ist ein Makassarholz, der ist auch kaum noch zu kriegen. Da haben wir einen, ich glaube, den Markt so ziemlich leer gekauft. Wir haben vielleicht noch für ein Fahrzeug oder zwei, mehr haben wir nicht mehr davon. Und wenn man das mal hier so sieht, das ist aus einem Baum gefertigt. Das ja, fängt durchgehend. Vorne an. Und er ist vom, vom Muster her komplett durchgehend und kommt hier wieder zurück. Also das ist schon unheimlich aufwendig zu bauen. Daher kommt da der hohe Preis zustande. Und dann hat er natürlich auch sehr edle Sachen drin. Ja, ich würde dich ganz kurz bitten, wenn du die Musik mal gerade ganz leise machen könntest. Das wäre super lieb, ja. Die ist total klasse, weil das passt zu dem Auto unglaublich. Du hast gerade Jazz laufen. Aber das ist gar kein Problem. Wir machen das mal kurz. Denn, warte mal ganz kurz, das ist ja der Hammer. Zeig mal, was ist das denn? Eine Burmeisteranlage? Ja, das ist jetzt das absolute Highlight hier in dem Auto auch. Das ist eine Burmeisteranlage, die haben wir in Kooperation mit Burmeister zusammen für diesen Kunden entwickelt. Kann man auch bei Burmeister auf der Homepage lesen. Und ja, ich will es gar nicht sagen, aber Größenordnung für die komplette Anlage im Fahrzeug ungefähr 300.000 Euro. Gut, ist der Kundenwunsch. Kundenwunsch. Er hätte auch eine Sony einbauen können. Ja. Ja. Nur damit man weiß, wie sich der hohe Preis zusammensetzt. Also genau, er hätte auch eine Sony einbauen können. Hier sind natürlich unheimlich hochwertige Komponenten drin. Und wenn man hiervon ausgeht, dass dieses Holz ist circa fast zehnfache von dem kostet, was man sonst an edlen Hölzern, dann kommt das einfach zusammen, die Handarbeit. Hier sind 7 Lackschichten drauf und immer wieder zwischenpoliert. Da ist brutal viel Arbeit dran. So, ihr habt natürlich Schreiner bei euch im Betrieb. Die sind göttlich, ja. Das Problem ist, wir müssen noch welche dazu haben und junges Publikum ist sehr schwer im Augenblick dran zu kommen. Okay, also sind händeringend großer Aufruf, wenn ihr den Gerhard mögt, ja vom Typ her, und das ist wirklich ein klarer Typ, muss ich sagen, also der, wenn es ihn nicht gäbe, man müsste ihn erfinden, so ist es denn, dann bewerbt euch. Was sollen die Leute denn ungefähr gemacht haben bei dir? Ja gut, wir haben ja alle Gewerke, wir haben Heizung, Sanitär, wir haben Karosserie, Fahrzeugbauer, Schreiner, Lackierer, Polsterer, wir haben eigene Sattlerei, alles. Alles, was dazugehört. Können die dich anrufen, wenn natürlich. Die das jetzt sehen? Und ich meine, man sieht ja im Prinzip den Anspruch, den du hast, Perfektion. Ja, da muss Perfektion sein. Und darf auch nicht auf eine Stunde ankommen. Ne? Weil wenn so ein Auto fertig werden muss, dann muss fertig. Ich zeige nochmal gerade den Becherhalter. Der ist rausgefräst? Ja, der ist rausgefräst, ja. Aber da habe ich noch eine tolle Sache. Die haben wir auf unserer fünfachsigen Maschine gemacht. Die haben wir da hinten drin. Der hat ein Waschbecken aus Holz. Der ist so Freiformfläche gefräst. Irre. Hast du die Möglichkeit, die Klimaanlage mal kurz anzumachen? Ja. Ansonsten kippt mir gleich die Kamera ab, ja. Weil es ist nämlich hier schön messewarm drin. Und das Besondere ist, er hat eine Klimaanlage, natürlich. Ja. Das ist auch eine Volkner Mobilklimaanlage. Also die haben wir entwickelt speziell für die Fahrzeuge. Man kann sehen hier, das ist die Ist-Temperatur. Oh, das ist die Ist-Temperatur. Nee, ich kann die jetzt gar nicht starten, muss ich umstellen. Starte ich gleich. Sekunde. Okay, das ist lieb von dir. Muss ich eben einmal raus. Weil ansonsten geht nämlich gleich die Kamera aus. Dann, das macht nichts. Nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil okay. Ich muss dann draußen von der Frequenz umstellen. Okay, und mache ich gleich. Wir können aber hinten auch eben anmachen. Ja. Was ich sagen wollte, ist die speziell hierfür gemacht, weil die ist hinten drin verbaut und kommt hier komplett über die Schlitze raus. Die Klimaanlage. Ja, ach so, das heißt, die Luftverteilung ist gleichmäßig im ganzen Fahrzeug. Genau, die ist gleichmäßig im ganzen Fahrzeug. Da geht hier hinten weiter. Das ist die gleiche Anlage. Ja. Ich weiß nicht, ob die von der. Ich muss das eben um die Frequenzen umstellen. Okay. Ja, wenn du so lieb bist, wir müssten sonst. Ich mach mal Folgendes. Wenn du das mal gerade machst, ich filme mal gerade hier ein bisschen drin. Einfach nur mal so ein paar Eindrücke, wie zum Beispiel diese winzigen kleinen Lautsprecher, die hier perfekt hier in den Seiten eingefasst sind. Schau mal ganz kurz. Das ist ja so genial. Burmeister. Wow. Die ganze Anlage entwickelt hier. Ja, der Einbau war nicht ganz einfach. Ja. Der Sternenhimmel, schau mal hier oben. Ja, der kann so auch verschiedene, der kann verschiedene Temperaturen. Ich kann so langsam anfahren. Ja. Ah, klasse. Man merkt auch schon direkt, sie kommt. Ja, die kommt. Dann haben wir hier natürlich noch einen großen Flat drin, den haben wir vorne auch. Den fahr ich da mal eben raus, das ist vielleicht, kannst du einmal mitnehmen. Da. Und passend dazu die Anlage, wir dürfen sie leider nicht laufen lassen. Hier ist das Bedienteil von der Anlage drin. Ich würde die so gern zeigen, aber ich sag mal, die kann man nicht zeigen, die kann man hören. Ja. Das hat auch nichts mit Musik hören zu tun, das ist ein Klangerlebnis. Das ist Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, die Leute, die sich auskennen, die wissen, hier ist das Beste vom Besten vom Besten. Wirklich, ich habe einen Kunde gehabt, der verfügt auch 100% über die Mittel. Dem habe ich das erzählt, hier ist so eine teure Anlage drin. Und der kam hier rein und sagt, hör mal, werde ich niemals ausgeben. Und geht hier durch und sagt, was ist das denn? Oh, nee,
So, er hat es gehört. Und, ja klar, er hatte die gehört, hat gesagt, will ich auch haben. Okay, das heißt, ist ein Wahnsinn. Ja. Das hier ist Handarbeit für den Kunden vom Burmeister. Ja, klar. Auf Maß gefertigt. Genau, aber das ist von uns auch mal, hier ist nur so eine Kleinigkeit. Hier sitzt zum Beispiel, das geht hier weiter. Der hat hier unten eine Zwangsbelüftung drin, sowieso. Ja. Hier überall perforiert. Und das geht hier weiter wie ein Luftkanal nach oben durch und kommt hier oben wieder raus. Das heißt also, wir müssen auf die Luftzirkulation arbeiten. Das haben wir überall. Das ist schon sehr, sehr aufwendig einzubauen. Oh, vielen, vielen Dank für die Klimaanlage, weil aus der Erfahrung, wir drehen ja heute in 4K und die Kamera, die macht das ja nicht so lange mit. Ja. Sag mal hier, deine Frau, die hat mir erzählt, dass das alles so ein kleines bisschen da erstmal auf dem Papier entsteht bei dir, ja? Oder im Kopf. Ja, es sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Also einmal, wir sind selber Nutzer, leidenschaftliche Reisemobilfahrer und wissen natürlich genau, was wir haben wollen. Irgendwann fing das mal an, da dachte ich, ja, super Reisemobil, aber müsste beweglich sein. Dann habe ich einen Roller draufgepackt, dann ein Auto draufgepackt und das Ganze verfeinert. Aber grundsätzlich fängt das immer im Fahrzeug, im Wohnmobil an, wenn man damit unterwegs ist. Dann denke ich, ja, was kannst du, Mensch, das ist auch nicht so optimal. Und dann gehen wir darauf los und nutzen diese Sachen, diese Belange, die man hat und versuchen, die in unsere Fahrzeuge zu packen. Und das ist alles an einem Computerarbeitsplatz entstanden, der hier im Fahrzeug ist. Da habe ich die meisten Sachen konstruiert. Also das ist jetzt nicht mein Fahrzeug, ich habe genau den gleichen. Ja. Und da habe ich das auch so. kann ich hier mal zeigen. Viele, die Reisemobile bauen, also ich weiß bei den Kollegen gegenüber, die fahren die natürlich auch leidenschaftlich selber. Ob das jetzt ein kleineres Fahrzeug ist für einen kleineren Geldbeutel oder hier natürlich High-End, wie es da ist. Was ist die Motivation, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen? Das ist ja nicht, das sind nicht nur Motorsportler, oder bei euch? Für uns jetzt oder für Kunden? Für den Kunden. Für den Kunden in erster Linie natürlich die Ungebundenheit. Ja. Guck mal, ich brauch's, wenn ich so ein Auto habe, ich sag mal so, wir reden hier natürlich von Leuten, die Mittel für solche Fahrzeuge haben. Ja. Ganz klar. Aber wenn die dann haben, dann wollen die natürlich genauso wie zu Hause haben. Der Vorteil ist, guck mal, so ein Unternehmer, auch wir zum Beispiel, ich könnte niemals nächstes Jahr vom 25. August bis 8. September buchen, weil da weiß ich gar nicht, was ich zu tun habe. Ja. Ich gucke aus dem Fenster, schönes Wetter, setze mich rein ins Auto, kann losfahren. Und habe alles dabei und brauche keine Koffer schleppen, ich brauche kein Hotel buchen. Mhm. Und wenn ich schlechtes Wetter habe, fahre ich einfach weiter oder woanders hin. Also das sind die Vorzüge, die unsere Kunden natürlich aufsaugen. Sag mal, Gerhard, was mir auffällt, die Integration vom Slide-Out ist so perfektioniert, dass du innen gar nichts siehst. Normalerweise hast du immer so irgendwelche Laufbleche, wo das dann drauf läuft. Ist der Boden echt eigentlich? Der ist echt, ja. Aber das siehst du bei uns nicht, weil das ist so gemacht, dass man da keine Schienen sieht und wir können ja noch mal rein und rausfahren, wenn dich das interessiert. Oh, bitte. Natürlich ist das Ganze natürlich benutzbar. Wir haben natürlich auch noch ein Highlight hier, so ein Popomat drin mit heißer Erdbeere. Gleich, das machen wir gleich. So. Wir müssen mal rein und rausfahren, denn du wirst gleich mal eins erleben, liebe Jenny. Wenn das Ding reingefahren ist, das sind nur, ich sag mal, einen Meter fährt er raus, oder? Ja, nicht ganz. Es ist nicht ganz ein Meter, aber der Eindruck, wenn du mal kurz zu mir kommst, der wird gleich reingefahren. Also man muss einmal durchs Fahrzeug gehen, ob keine Klappen oder Schubladen draufstehen. Ja. Und da brauche ich im Grunde genommen nur hier drücken. Warte, ich zeig das mal gerade. Kurz. Ja. Da, das ist alles Steuerung. Ich brauche nur drücken und dann kann ich den ein- oder ausfahren. Das heißt die neue Steuerung. Das ist die neue Steuerung, ja. Ja gut, die alte hat das auch, aber wir sagen, wir wollen jetzt einfahren, Start. So, dann fährt er ein. Was? Schnell, fertig. So, das Fahrzeug ist komplett bedienbar, auch im eingefahrenen Zustand, oder? Ist komplett bedienbar. Was man sich jetzt mal wirklich vor Augen führen muss, ist, der hat brutal, ich fahre ihn direkt mal wieder raus. Ja, bitte. Der hat brutal, ich erzähle dabei ein bisschen, der hat brutal viel Technik hier drin, die einfach jetzt mitfährt. Die ganze Abwasserleitung, Frischwasserleitung, die ganze Heizung, Elektronik, Hydraulik, hier fährt im Grunde genommen, alles fährt mit raus und rein. Da muss alles mitgenommen werden, da muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und das kann man von hier nicht sehen. Was Starkes. Was das ausmacht, der Meter im Feeling, oder? Unglaublich, ne? Unglaublich. Das macht einen riesigen Raum und macht vor allen Dingen den Schlauch weg. Man hat so immer so ein Schlauchgefühl. Ja, stimmt. Und das hat man hier überhaupt nicht. Hast du gar nicht. Das war eben auch schon richtig okay. Das heißt, ihr habt Wert drauf gelegt, dass hier nicht, ich sag mal so Blickachsen und so weiter, dass sie offen sind. Genau. Das ist so selten. Genau, das ist der Punkt, den habe ich aufgegriffen, weil ich habe auch, ich baue auch Slide-Outs, ist klar. Aber dann habe ich immer irgendwo eine Wand in der Mitte stehen, wo ich vorgucke. Und ich wollte Fahrzeuge schaffen, wenn man reinkommt, da hat man gesagt, wow, der hört überhaupt nicht auf. Und das ist uns hiermit natürlich top gelungen. Ne? Und der Spiegel noch dabei, der den Raum noch mal massiv. Okay, den vergrößert natürlich noch mal den Raum. So, jetzt, das hier ist doch, er hat eben eins gesagt, das sind Leute, die möchten gerne das zu Hause mitnehmen. Also, sie wollen es haben wie zu Hause. Ja. Aber hier, sag mal, das hier ist doch eine Designer-Wohnung, wo du ins Hotel kommst. Die meisten, ich sag mal, Top-Hotels, die es irgendwie gibt, da haben Designer dahinter und so weiter und so fort. Das ist ja hier so, du bringst ja nicht hier deine eigenen Möbel mit. Hier ist ja alles fertig.
Ganz genau, aber die entwickeln wir mit dem Kunden zusammen. Maßgeblich ist da auch meine Frau daran beteiligt. Und wir machen dann zusammen mit dem Kunden, wir fühlen erstmal ab, wo will der hin, was hat er für Geschmacksrichtungen, und dann fangen wir an, Muster zu machen, Vorschläge zu machen. Und irgendwann, ich will kurz fassen, hat man dann so ein Produkt. Das ist aber auch ein langer Weg, ne? Das ist nicht mal eben. Sag mal, Gerhard, wenn du Kunden hast, ich bin dann zum Beispiel so ein Kunde, ich käme jetzt zu dir und würde sagen, bau mir das Ding mal so, als würdest du es selber für dich haben. Ist das möglich? Oder gibt es Kunden, die sagen, der gefällt mir so, ich will ihn genauso haben? Als würde ich ihn für mich bauen. Ja, genau. Ich baue immer Autos für mich. Okay. Ich baue immer Autos für mich und nutze sie als Vorführfahrzeug und sage, hier, so könnte er aussehen. Und wenn ich Glück habe, dann, wie jetzt den letzten, den wir hatten, den haben wir 3 oder 4 Mal sogar verkauft in dem gleichen Design. Da habe ich mal eine gelbe Couch eingebaut, habe ich gedacht, das will kein Mensch, aber ich wollte einfach mal eine andere Farbe haben. Und den haben wir 4 Mal verkauft, in dem gleichen Design. Sag mal, hier ist so ein kleines Teil, ist das ein Tisch oder was ist das? Ja, das ist der sogenannte Computerarbeitsplatz. Ja, zeig mal bitte, wie funktioniert das? Warte, muss ich jetzt mal gucken. Okay, das heißt, du kannst auch arbeiten hier drin? Ja, hier kann ich arbeiten. Also der Kunde, jetzt gucken wir mal. Die Pushlocks. So, jetzt kann ich den hier hochfahren. Ich kann den umklappen. No. No way. Und habe hier im Grunde genommen meine Arbeit. Das kann ja. Das heißt, du kannst ein Notebook anschließen, du hast einen Bildschirm mit dabei. Ich habe einen festen Rechner drin. Du hast einen festen Rechner dann. Okay. Bei mir auch. Ich habe einen festen Konstruktionsrechner drin, weil der muss doch ein bisschen größer sein. Und dann sitze ich hier und mache Kinder spielen draußen im Schnee. Früher war das auf jeden Fall so. Oder sind am See, am Baden. Und ich kann hier konstruieren, wenn ich Lust habe. Mhm. Ich bin vollkommen begeistert. Das heißt also, liebe Leute, wenn ihr das hier jetzt seht und ihr traut euch das zu, Perfektion, alle Gewerke, die es gibt, das heißt entsprechend Metallbauer, Möbelschreiner, Elektriker und so weiter und so fort, die wirklich immer sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Schlitze klopfen, mach vielleicht privat schon ähnlich geniale Dinge, dann ruhig mal bewerben bei dir, oder? Ja, natürlich. Okay. Wir sind für jeden offen. Auch Lackierer, Polster, Sattler, alles. Lenkrad, fangen wir mal damit an. Das sieht so easy aus, aber ihr macht die selber? Ja, die machen wir bei uns in der Polsterei, ja. Alles hier. Alles. Wir produzieren sogar das Armaturenbrett hier. Das Armaturenbrett haben wir konstruiert im 3D-Bereich, dann haben wir da auf der 5-Achs-Maschine gefräst und dann ziehen wir da GFK-Teile von ab, wo nachher im Grunde genommen Leder oder Alcantara oder sonstiges draufkommt, was der Kunde haben will. Sag mal hier, das Fahrzeug, das hat ja kein COC, das ist wahrscheinlich TÜV, entsprechende Einzelabnahme. Das ist immer Einzelabnahme. Wenn die jetzt ins Ausland gehen, wie geht ihr da vor? Ja, wir haben ja Vorgaben von Volvo, ja, oder Mercedes. Ja. Was hier nach dem drunter ist. So, da haben die ganze Homologation. Ja. Die übernehmen wir natürlich. So, und der Aufbau und die ganze Konstruktion, Rahmenkonstruktion und so, die wird von uns dann projiziert auf diese Unterlagen und der Kunde bekommt die und lässt den zu. Okay, wir haben viele im Ausland laufen. Okay, es gab noch nie einen, der nicht zugelassen wurde dann am Ende des Tages. Nein. Habe ich noch nie erlebt. Ja, ich habe es in der Schweiz mal erlebt, da haben die gesagt, der wird jetzt hier nicht zugelassen, aber das war ein ganz anderes Thema. Also, aber ich habe Autos in der Schweiz laufen, bestimmt 10 Stück oder 10 so. Also, prima. Nee, deine natürlich, ja. Ich sage jetzt mal. So, kommen wir mal hier, das ist der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz. Hat natürlich eine Rückfahrkamera. Der hat eine Rückfahrkamera, ja klar, natürlich. Viele. So, das sieht man also hier. Wenn du mir kurz mal klärst, was man alles so machen kann hier. Ach, hier kann man eigentlich alles machen. Hier kann ich grundsätzlich mal die Heizung und alle Heizgeräte alle an- und anfahren. Mhm. Hier kann ich die Temperaturen einstellen. Ach so, hier kann ich die einzelnen Wohnräume erstmal. Der hat ja, jeder Wohnraum hat eine eigene Heizung, so muss man sich ja vorstellen. Er ist auch temperaturüberwacht. Mhm. Ich kann ihm jetzt sagen, geh nur im Wohnzimmer an, geh nur im Schlafzimmer an, geh nur Boden an. Und dann kann ich ihm auch noch sagen, wann er angehen soll, mit wie viel Grad. Ja, ich habe gesehen, ihr habt eine Scherheizung, habt ihr? Ja, da habe ich lange mit rumgemacht. Vor 7, 8 Jahren haben wir die schon eingebaut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gerne was zu sagen. War ich überhaupt nicht mit zufrieden, weil die qualmte, machte Lärm und so. Und habe ich gedacht, Jungs, die Idee ist gut, aber das Produkt kannst du vergessen. Und die sind wirklich so, so kernig, die Jungs. Die haben so weiterentwickelt. Die haben jetzt eine Top-Heizung. Mhm. So, weil wir aber die Heizung noch anders benutzen als der übliche Hersteller, weil wir haben ein eigenes Heizungssystem dahinter setzen, haben die für uns speziell gebaut. Mhm. Also diese Heizung, die kann man wirklich nur empfehlen. Die ist wirklich, ich will mal sagen, störungsfrei und top einzubauen. So, Scher, ich habe sie gesehen, ja. Auch jetzt mittlerweile ist im super, Wettbewerb. Super. Also, du hast sie mitentwickelt für die anderen. Ich habe eine andere. Ich habe die etwas anders, weil wir die anders benutzen. Aber ich habe die vor x Jahren, haben die anderen noch gesagt, das ist Teufelswerk, habe ich gesagt, ich will die haben. Hm. Aber die war einfach nicht so weit. Und die haben nicht locker gelassen. Da muss man wirklich mal sagen, die haben ein Spitzenprodukt mittlerweile.
Sag mal, die Sitze, sind die luftgefedert oder braucht man das nicht mehr? Die sind luftgefedert. Sind luftgefedert zusätzlich. Das heißt also, der ist aber so, wie man das kennt von hochwertigen Reisebussen, die, ich sag mal, permanent dann auch die Neigung kontrollieren. Die wird auch kontrolliert, die Neigung, während der Fahrt? Diese nicht, ja. Aber die der drin hat, ja. Okay. Also wir haben drei Fahrzeuge, die haben alle drei unterschiedliche Sitze. Wir haben drei verschiedene Sitze. Wir haben eine eigene Sitzreihe. Okay. Wir haben Gramau, das sind die hier. Ja. Und wir haben amerikanische Sitze, okay, mit Homologation. So, und die Kunden sind unterschiedlich. Siehst du, die kommt jetzt hier hoch, jetzt fängt ja an. Ja, ich weiß. Kann ich ja hier wieder schnell absenken, wenn ich hier drauf bin. Dann ja, ich kenne das ein bisschen kleiner. Ich habe einen Sitz, Isri. Heißt der Hersteller, ist glaube ich in Hunderttausenden von LKWs drin, ist so, aber da gibt es auch Kunden, die sagen, ich hätte gern das und das und das, das habe ich gesehen, das heißt, du kannst mehrere anbieten. Ja, ich kann mehrere anbieten, muss ich auch. So, das Seitenfenster hat ein anderes Sitzempfinden. Seitenfenster ist elektrisch? Nee, hier nicht, aber steht auf dem Schirm. Ja. Aber hier, er sagte, wir haben eine neue Entwicklung jetzt. Und, gut, das ging jetzt einfach. Er hat gesagt, mach mal die nochmal rein. Okay. So, und das ist die Schaltung, oder? Ja, das ist die iShift von Volvo. Das ist eine super Schaltung. Okay, das heißt, du fährst natürlich hier mit dem Zweierführerschein, mit dem C. Klar. Aber ich sag mal, das Ding fährt sich fast wie ein PKW, wenn man die Ausmaße kennt, oder? Er fährt wie eine Limousine. Fährt wie eine Limousine, wie ein SUV. So muss man sich das vorstellen. Okay. Ja, steh mal bitte auf, denn ich habe ein paar Sachen gesehen. Du hast natürlich nicht nur eine Stereoanlage drin, du hast auch hier einen Fernseher drin. Ja, ja, hier sitzt so eine mit dem Fernseher drin. Der muss natürlich versteckt sein, damit die Aussicht nach draußen, wenn man jetzt hier im Alpenpanorama steht, nicht die auch da ist. Performance S. Wow, der Name passt. Guck mal hier, kleiner Fernseher. Da ja geht natürlich, wenn man jetzt den Gerd fragt und er sagt, oh, ich hätte jetzt gerne einen 70 Zoll, einfach nur sagen, oder? Ja, das ist kein Problem, da können wir auch. Aber was hier eigentlich entscheidend ist, wenn man das sieht, wie aufwendig das gemacht wird, hier sind Schwalbenschwanzführungen drin. Ne? Ja. Die setzen sich hier unten rein, deshalb ist der absolut geräuschfrei. Auch den Ausschub dafür produzieren wir selber, der ist geräuschfrei, der ist spielfrei. Null. Und jetzt kommt noch was, da denken die meisten gar nicht dran. Guck mal hier. Ja, warte. Der ist hier in Federn gelagert. Ja. Das ist auch alles unsere Konstruktion, damit, wenn einer mal die Finger dazwischen oder Kinder, damit da nichts passieren kann. Okay, damit er sich nicht gleich neue Finger kaufen muss. So, und das ist alles brutal aufwendig gemacht und deshalb ist das Auto im Ende auch so teuer. Wir haben auf dieses Fahrzeug hier, darf man gar nicht erzählen, 12.000 Produktionsstunden. 12.000 Stunden sind hier drauf. Wenn man die mal rechnet mit 100 Euro die Stunde, ist man schon bei 1,2 Millionen Euro. Ohne Hardware. Nur 100, da habe ich nichts, habe ich kein Chassis, kein Material, kein gar nichts. Deshalb stehen die 2 Millionen, die da dran stehen, die sind zwar so groß, aber für uns ist die Zahl ganz klein. Sag mal, hier den Tisch kann man natürlich absenken, nehme ich an, oder? Genau, wenn du mal kurz rausgehst, dann zeigen wir das mal. Was könnte das für einen Grund haben, liebe Schenner? Enkelkinder. Ja. Das zeigen wir mal gerade, denn wir haben doch gemerkt, bei den kleinen Reisen, wo wir diese gefilmt haben, da kann man ein Bett umbauen und das kann man hier auch. Ja. So, okay. So, da wir haben hier noch einen geilen Hocker. Ja, der ist da, pass mal auf, da ist ein Hocker, da gehst du dann kaputt. Und zwar sag mal, ist da nicht nur ein Hocker, sondern das sind zwei Hocker. Und das Beste ist, ich kann den Hocker, ja, da ist ein Multifunktionshocker, guck mal hier. Der hat hier noch ein Schublädchen drin. Ja. Der hat hier noch ein Klebchen drin. Okay. Und der hat hier zwei Becherhalter und der kommt hier vorne hin, wenn man fährt, wenn man das will. Okay, das ist dann so die Ablage. Genau. Oder der Hund sitzt drauf und hierfür gibt es natürlich noch ein Sitzpolster, das ist hinten drin. Okay. Das heißt, man kann hier vorne auch noch zwei Hocker hinstellen. Da habe ich noch zwei Plätze. Und dann kann man hier also locker mit 8 Mann sitzen, ohne dass man sich stört. Wow. So, Tisch. Tisch. Geht hier runter. Denn das ist sehr praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel Besuch kriegst und du musst mal schnell ein Bett umbauen. Da kommt eine Auflage dann drauf. Die Auflage kommt, die liegt hinten unter dem Bett. Bett hinten kann man übrigens auch elektrisch hochfahren. Okay, damit entsprechend der Einstieg dann einfacher wird. Ja. So, und wenn man die ganzen Summen mal zusammenzieht, dann kann man auch verstehen, warum so Fahrzeuge so teuer sind. Ja gut, aber das hier ist ja jetzt eine Sache, es gibt ja Angebot und Nachfrage, wir leben ja in der Marktwirtschaft und es gibt ja Leute, die kaufen sich Jets für 10 Millionen, ich sag mal, weil sie es einfach wollen, die haben da Bock drauf, oder? Genau. Ganz ehrlich, 2 Millionen Euro, sagen wir mal, verrückt für ein Wohnmobil, aber wo wir hier aufhören mit 2 Millionen oder vielleicht 2,5 Millionen, da fangen die Yachtbauer erstmal an. Ja, das stimmt. Das ist so. Also mit dem Geld, was unter den Leuten ist, hat das eigentlich wenig zu tun. Ja. Man muss einfach die Klientel erreichen, die diese Art von Reisen mag.
Darum geht's. Ne? Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja dann das Fahrzeug gesehen am Bodensee, stand auf einem ganz normalen Campingplatz Gitzenweiler Hof. Ja. Eure Fahrzeuge sind von der Optik her immer sehr Understatement von außen. Jetzt klar, was man so Understatement sagt, ja. Aber es ist nicht so brüllend, dass da, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so irgendwelche Carbonen aufdringlich und so weiter. Ja, ich sage immer, es gibt viele Kirmeskarren, wo ist viel Chrom dran und hier noch ein Lämpchen und da noch ein Streifchen und wer das mag, okay. Aber wir gehen eher die schlichte Linie. Absolut. Ja, was wirklich toll ist, ist diese offene Blickachse. Das ist dir wirklich ganz toll gelungen. Vielleicht noch ein paar Gadgets, wenn du mal gerade hier so das hier oben mal öffnest. Das sind Stauklappen wahrscheinlich. Ja, ja. Schränke. Okay, das ist der Messebetrieb. Messeproviant. Auch das könnte bei mir auch so aussehen, ganz ehrlich. So, dann hast du hier. Mit dem Töpfe drin. Warte mal kurz, ich konnte es nicht sehen, dass wir da mal sehen. Ja, das ist jetzt gut. Der war ja schon unterwegs, der war jetzt 3 Wochen damit weg. 3 Wochen. Und er war happy. Ja, happy. Sag mal, als er wollte eigentlich gar nicht wiederkommen, aber ich habe gesagt, ich muss den Abend zur Messe. Also hier mal so kleine Details. Das Ganze darf ja nicht klappern. Du hast umlaufende Gummi. Das sind Luftpolsterdichtungen, ja. Weil die, wenn die da liegen, da passiert gar nichts. Gar nichts. Das ist ja ganz wichtig, weil der Reisebus selber, der ist ja schon, ich sag mal, der fährt ja wie... Ist schon sehr ruhig. Ist schon sehr ruhig, aber trotzdem darf nichts klappern. Der Dichter dran, der hat vier Luftfederberge, die sind ganz außen gelagert. Die sind von den Achsen ganz anders aufgehangen. Die haben auch andere Toleranzen in den Differentialen. Die werden viel enger geschliffen, dass die nicht so laut sind und so. Ist eben für einen Personentransport. Ne? So, hier sind 2 Sitzplätze. Das Fahrzeug ist zugelassen für 4, oder? 4, ja. Okay. Also hier sind 2 Gurte und da. Ja, wir durften ja bis vor einigen Jahren durften wir ja quer zur Fahrtrichtung sitzen, aber das haben sie uns ja leider genommen. Ja, ich habe irgendwie gehört, es gibt noch so einen leichten Winkel, den man einbauen darf. Ja, das war's. Man könnte hier noch einen 5. reinkriegen. Man kann auch hier 2 Sitze zum Rausklappen machen. Hier haben wir auch schon gebaut. Ja. Dann hat man 2 in Längsrichtung, aber dann sieht halt hier nicht mehr so schön aus, sag ich mal. Da, irgendwelche Kompromisse muss man dann machen. Ne? Sag mal, wenn du jetzt Familien hast, ich meine, es gibt ja auch junge Leute, die, die entsprechend die Mittel haben, die sagen, ich hätte gern so Stockbetten. Geht das? 2 Kinder haben die mit. Ja. Habt ihr? Ja, haben wir. Natürlich haben wir das. Okay, das geht. Also, weil ich sehe das oft, oft in Amerika, dass dann einer sagt, ich hätte kein eigenes Zimmer. Das Coole ist hierbei, du hast Türen mit drin. Ja. Das heißt, du kannst dich prima vereinzeln, oder? Wir können die zumachen. Bitte, zeig mal bitte. Da kann man auch schön die Furniere wieder sehen. Ne? Ist übrigens auch, da steht auch nichts über, ne? Der Kehrarzt. Übrigens auch. Guck mal hier, der Spiegel. Überall Spiegel. Womit wir schon im Badezimmer wären. Ja. Du hast etwas gemacht. Sag mal, sind das jetzt... Nee, das ist ein Klo und eine Dusche, gell? Ja. Ich dachte, du hättest 2 Duschen eingebaut, dass die Leute das gleichzeitig duschen können. Ja. Toilette und Dusche. So, und das ist jetzt Technik von zu Hause, richtig? Das ist noch, ja. Die Beschläge? Die Beschläge, ja. So, und Türen selbstverständlich aus Echtglas. Das ist, und vor allen Dingen, wenn man hier mal. Da rappelt natürlich auch nichts dran. Ne? Die laufen hier in. Ich sag mal, die Türen. Ja. Die laufen hier in Linearführung. Die kommen aus dem Maschinenbau. Da kostet dann eine Schiene statt 30 Euro, wie sie in normalen Reisemobilen eingebaut wird, kostet dann 500. Aber die sind einfach spielfrei. Ja, das ist so. Dann rappelt die auch nicht. Und hier musst du mal rappeln. Hier rappelt nichts. Das rappelt einfach nicht. Ja. Keine Chance zum Rappeln. Was ich total klasse finde, du hast natürlich für die Feuchtigkeit, die sich hier entwickelt, hast du auch nachgedacht. Da oben, ja, da sind so kleine Luftumschlitze drin. Wenn du mal kurz mal... Umluft muss da passieren. Deshalb haben wir die auch hier. Siehst du hier? Ja. Hier sind schick raus. Und was ganz interessant ist, in den Ecken hinter dem Sternenhimmel auch. Da, das ist auch draußen. Schlägt auch nicht. So, beschlägt nicht. Ja gut, da könnte ich auch mit leben, aber das ist so der... Ja, der sogenannte Popomat. So, das ist der Popomat. Mit Fernbedienung. Zeig mal bitte. Popomat? Okay. Ja, Popomat, ja. Und der heißt original Popomat? Nee, aber wir sagen das einfach mal dazu. Ah, sagst das so, gell? Mit Beleuchtung. Nee. Für nachts und so. Okay. Und der hat einen Sensor, oder? Ja, ja. Wenn man sich da draufsetzt, geht eine Absaugung an, die Brille wird beheizt. Und dann kann ich ihm hier sagen, wer ich bin, und dann macht er danach das Popo-Programm. Popo-Programm heißt der spritzt quasi, der macht sauber wie in Japan, oder? Genau, so ein japanisches. Ist das ein japanisches? Nein, ist kein japanisches, aber ist die Funktion. Mhm. Sag mal, es gibt die Funktion, dass der so ein Geräusch macht, dass man etwas schöner Pipi machen kann, ja? Ist das so? Nee, das kenne ich, also da hast du mich jetzt echt mit überrascht, das kenne ich nicht. Nicht drauf drücken, weil... Achso, ich habe nur gerade den Lautsprecher mal angemacht, weil es gibt so ein Geräusch, das ist sehr interessant. Das
Wasserrauschen. Genau, Wasserrauschen. Ja. Es gibt nämlich also Leute, die können nicht. Ja, das ist so. Gehört. Ja, gut, passt. Das habe ich noch nicht gehört. Sag mal, Schalter und Co. Das ist alles aus dem Industriebereich. Aus dem Industriebereich. Aus Haustechnik. Sehr schön. Abstimmung hier. Das Weiße und das Schwarze. Also wenn du hier dunkle Möbel einbaust, das ist natürlich immer so ein Spiel, da brauchst du viel Weiß dazu, oder? Ja, natürlich. Bodenweiß. Ja, ja, das ist klar. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Ne? Der eine Kunde mag es, der andere nicht. Ah, ist sie absolut gelungen, ehrlich. Also, ich habe schon, ganz, ganz viele Reisemobile gesehen, die also erschlagen sind von Dunkelheit, von... Ich meine, das wirkt natürlich extrem edel, das Holz. So, das ist ja mal eine Tür. Ja, das ist eine Tür. Bitte nochmal zumachen, so, genau mit dem Effekt. Ja. Das ist eher eine Tresortür. Ja, du, sie, darf mal kurz rein? Wo rein, da? Ja, ja, sicher. Genau, wenn du mal kurz mal reingehst. Das ist jetzt eine, ich sag mal, Dusche wie zu Hause. Ja, auch, ja. Mit Abzieher, mit allem drum und dran. Gut, der Kunde hat den Vorteil, wenn er den jetzt benutzt hat, 3 Wochen, er gibt den hier ab für Messebetrieb, er kriegt anschließend ein komplett aufbereitetes Fahrzeug wieder nochmal. Ja, auf jeden Fall, ja. Der ist wie, also noch besser wie neu. Okay. Sag mal, wenn du die abgibst, Thema Probefahren, Kinderkrankheiten, es kann ja immer mal eine Kleinigkeit so passieren. Ist so. Ja, ist so. Also wir haben zum Beispiel Verträge, wo wir von vornherein reinschreiben, der Kunde muss das Fahrzeug bei uns übernehmen und eine Woche bei uns bleiben bzw. rumfahren. Ja. Das geht schon damit los, wir gehen natürlich nicht auf Toilette, wenn wir die Fahrzeuge bauen. Wir testen die zwar, aber dann wohnen die da drin, benutzen die Fahrzeuge, fahren die ersten 2000 Kilometer. Ja. Und dann sind 90% dieser, ich will die gar nicht als Mängel bezeichnen, das sind einfach Einstellarbeiten, die passieren auch beim Bau. Ja. Wenn ich jetzt eine Anlage baue, einen Maschinenbau oder so, dann werde ich das nie erleben, dass ich die Maschine hinstelle und die läuft von Anfang an. Mhm. Geht überhaupt nicht. Mhm. So, daher muss man die laufen lassen und beim Betrieb kommen dann diese Dinge, die eingestellt werden müssen. Aber wenn er da durch ist, dann fährt er mit dem Auto, dann fährt er einfach. Fertig. Genau, das ist also quasi hier vergleichbar mit einer Eigentumswohnung. Genau. Der Vorteil ist natürlich, ich kenne das nur beim Fliesenleger, wenn der Untergrund schon schlecht ist, dann kannst du es vergessen. Ja. Und das hier ist genauso, das Fahrgestell ist perfekt, das wackelt schon mal nicht. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch Verstrebungen und so weiter drin, damit der steif ist ohne Ende, oder? Ja gut, wir haben unsere eigene Trägerkonstruktion, das ist schon klar. Aber wir haben ja immer gesagt, der bricht zusammen, als wir die gebaut haben am Anfang. Dann haben wir da mal so eine kleine Demo gemacht. Wir haben so ein Fahrzeug auf hochgefahren mit allen Rädern von der Erde weg. Ja. Und haben dann irgendeine Stütze hochgezogen, dass er also nur so auf 3 Stützen stand. Ob der sich irgendwie verwindet. Ob der sich verwindet und so. Ja. Und dann haben wir, macht er ja Problem, ich weiß ja, dass er das kann. Dann haben wir gesagt, ja, mach das mit dem da auch mal. Na, können wir sagen. Also die sind so wirklich, die sind brutal stabil geworden. Also bei mir ist sehr interessant, je nachdem wie ich stehe, ist oben in der Dusche, ich will jetzt nicht sagen, was für ein Produkt ich habe, die Leute kennen es, ist ein kleines Spaltmaß von 5 mm größer an der Duschtür. Und das, gut, das ist so, bei der 7,5 Tonnen, Daily-Klasse, da ist kein Zwischenrahmen dabei und so weiter. Das sind ja auch alles gute Autos, aber es sind halt Serienprodukte. Das wäre auch falsch, wenn man die vergleichen würde. Ja. Das wäre auch falsch, wenn man sagen würde, die haben die gleichen Qualitätsstandards, weil wir müssen ganz andere Qualitätsstandards erfüllen. Ich muss, guck mal hier, wenn du das siehst, da ist ein Weinkühler, da ist ein Gaggenau, da hinten auf der anderen Seite Induktionskochfeld. Aber die wollen ja auch gefüttert werden, das ist ja, die sind ja nicht nur eingebaut. Die müssen auch laufen. Ne? Da muss auch die nötige Energie hinter sitzen. Stark. Ja, Tankvolumen, der hat jetzt 500 Liter Wasser? Nee, der hat hier 710 Liter Wasser, den gibt es bis über 1000 Liter Wasser, aber da muss man natürlich auf andere Dinge verzichten. Dann hat man entweder ein kleineres Auto drin oder weniger Batterie oder irgendwie weniger Schaum, irgendwo muss der Platz ja bleiben. Abwasser? Der hat 650 Liter Abwasser und 350 Liter Fäkalhinter. Okay, das langt also im Regelfall bei mir, je nachdem wie viele Leute mitfahren, muss man sagen, und wie sparsam die natürlich auch damit umgehen. Ja. Das ist auch so ein Thema. Also bei mir langen jetzt 350 Liter für die 11 Tage. Ich habe mich noch eingestellt. Duscht dann halt nicht so lange. Ja. So. Ja gut, also für 2 Personen 14 Tage mit dem ist überhaupt kein Problem. Kein Problem. Nein. Es ist natürlich, jetzt muss ich auch wieder auf die Schere zurückkommen, da ist natürlich die Gefahr, weil die liefert ja immer ständig warmes Wasser, dass man schneller einen Tank leer macht. Da muss man sich also selber zügeln. Ich habe ja auch so einen entsprechenden Durchlauferhitzer. Ja. Trotzdem, ich mache es denn ganz, ganz langsam und trotzdem heiß. Und das können viele nicht. Ja, weil dann ist natürlich bei einer Alde ist sofort der Zwischentank leer. Das ist Schluss, das geht nicht. Das macht die schon. Da ist die super drin. Ich zeige mal ein kleines Detail. Wir haben hier ein Badezimmer. Das ist unverkennbar. Das ist ein Waschbecken, hier unten drunter hat man Schränke, aber hier natürlich eingebaut eine kleine Stereoanlage. Ja, das ist alles das Wohnmesser-Konzept. Ja. Und das Besondere an der Anlage ist, ich kann die Musik mitnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem iPad von vorne nach hinten gehe, dann nimmt er die Musik mit dahin, wo ich will. Der weiß das. Der weiß das. Ich kann auch verschiedene Zonen einstellen. Und die ist alleine nur fürs Bad hier. Ja, das ist schon klar. Die ist ja hier nochmal und vorne haben wir ja gesehen.
Und der hat jetzt natürlich entsprechend auch Infrarotfernbedienung hat er mit dabei. Ja, alles dabei. Das Ganze ist aber so, ich kann es kaum filmen, weil es ist Hochglanz, ist Edelstahl. Edelstahl, Hochglanz poliert und teilweise sind die Aggregate auch verchromt. Ich habe hier zum Beispiel eine ganze Batterie an. Oh, interessant. Eine ganze Batterie an Kopfhörern. An Kopfhörern, Bedienungseinheiten. Das ist ja stark. Das heißt, du hast den Platz dafür geschaffen, damit nichts rumfliegt, nichts klappert, das ist rausgefräst. Das sieht man ja. Das ist dafür gebaut. Ach, ich habe selber Ladegerät. Sehr witzig. Nee, das USB-Ladegerät, ich habe das gleich. Du hast jetzt keine Hand frei, aber der muss man, soll ich mal halten? Sag mal, ja genau. Ja, ich halte mal fest, nimm dir meine Hand. Ist doch Wahnsinn, oder nicht? Die ist aus Metall, oder? Ja, das ist massiv, das ist aus einem Stück gefräst. Echt? Ja, unglaublich. Okay, das heißt, das war meine Originalfernbedienung und ihr habt die ausgefräst. Das ist ein Aluklotz. Das ist die Burmeister. Das ist die Burmeister. Allein die Qualität, die man hier sieht, ja, dann weiß man auch, wo die Preise herkommen. Aber wenn man verliebt ist in sowas, dann muss man das haben. Ich darf mal kurz hier reinfilmen, dass man mal die Verarbeitungsqualität sieht. Das da ist Sperrholz oder was ist das? Das ist Sperrholz, ja. Ja, genau. Also ist furniert, furniert. Und lackiert. Das machen wir im Innenraum auch, lackiert natürlich. Boah, ist das schön hier gemacht. Ey, sag mal hier, liebe Möbelbauer, wenn ihr das hier jetzt seht und ihr möchtet zum Gerhard kommen, zahlt ihr denn noch gut? Ich denke mal, ja natürlich, wenn der Mann gut ist, kann er jedes Geld verdienen. Da, ja, und es ist natürlich sehr, sehr gefragt, weil dies ist eins der schönsten und wirklich luxuriösesten Reisemobile, aber auch eines der am besten gefertigsten Mobile, muss man auch wirklich sagen, weil... Ich sag mal, der Kunde kann sagen, was er gerne möchte. Und du hast mir eins gesagt, es dauert so lange, wie es dauert. Das heißt also, wenn es mal, ich sag mal, ein bisschen länger dauert, wie sieht es aus mit den Lieferterminen? Wie könnt ihr die zusagen? Ja, wir können, ich sag mal, grobe Liefertermine sagen wir natürlich zu. Aber es hängt auch stark davon ab, was passiert während der Bauphase. Manche Kunden kommen auch während der Bauphase und sagen, ach, mal, habe ich da gesehen. Finde ich super, will ich auch haben. Dann kann auch sein, dass so ein Küchenblock mal komplett umgebaut wird. War hier zum Beispiel der Fall. Der hat diesen Ausschub gesehen und dann wollte er den unbedingt haben. Das heißt, im Grunde haben wir den Küchenblock weggeschmissen, den alten, also der hier schon drin war, und haben einen neuen gefertigt. Nein. Ja, ja, klar. So, und dann dauert er doch schnell mal einen Monat oder zwei länger. Das ist. Hast du sowas jemals gesehen? Nein. Also. Das ist die beste Idee, weil genau diese Ecke, die nutzt man ja nicht. Ja, die ist tot. Da habe ich lange überlegt. Ich hatte vorher so Drehgestelle unten drin, aber ist alles nichts. Und jetzt ist da die Kaffeemaschinen-Ecke. Du musst mir einen riesen Gefallen machen, wenn du die nochmal runterfährst, bitte. Ja. Ich könnte das stundenlang machen. Man kann auch sehen, die fährt mit Sanftanlauf. Das ist übrigens auch alles selber gefertigt. Ne? Da ist nichts gekauft, außer dem Elektroantrieb selbst. So, auch da ist aber jetzt kein Schutz. Das heißt, da natürlich Finger bitte weg, oder? Nein, da ist auch ein Schutz auch ein drin, Schutz aber drin. Der ist unten drin. Unten drin. Ja, der wird über eine, genau wie die Plateau da vorne, der wird über die Last des Stroms gemessen und dann runtergeregelt. Also wenn ich den jetzt dazwischen halte, den Finger, dann merke ich aber deutlich mehr als hier. Hier merke ich gar nichts, aber den merke ich schon. Ja? Aber der quetscht ja mit dem Finger nicht ab. Ne? Sag mal, die Elektronik braucht einen Augenblick, um den abzuriegeln. Kurz, wir sprechen ja über Industriesteuerung. Das bedeutet, das sind Dinge, die auch in der Industrie jahrelang halten müssen, die auch hier angewendet werden. So ein Kochfeld, vielleicht mal ganz kurz das Thema Energie. Ja. Ihr setzt auf Solar oder ist das Thema mit dem Generator vorne wichtig oder beides? Das ist unterschiedlich vom Kunde zu Kunde, aber in der Regel kann man sagen, die sind mit allem ausgerüstet. Generator, also die haben halt, der hat zum Beispiel einen 10 kW Generator drin, der hat 2 kW Solar auf dem Dach, das nutzt mir natürlich nichts, wenn keine Sonne ist. Deshalb muss ich da so ein bisschen in verschiedene Richtungen fahren. Aber was wir ganz entscheidend haben, die sind alle mit riesengroßen Lithiumblöcken jetzt ausgerüstet und wir haben drei Lichtmaschinen, die zusammen 450 Ampere liefern können. Das heißt, wenn ich den Motor auch mal laufen lasse eine Stunde, dann habe ich da schon brutal viel wieder in den Batterien drin, weil die Lithium haben die Eigenschaft, schnell Strom aufzunehmen. Ja? Ich weiß. Da können wir auch mitarbeiten. Die entsprechenden Lichtmaschinen, die sind auf 230 Volt? Oder? Nein. Auf 24 Volt. Wir haben alles, Hauptstrom ist bei uns 24 Volt. Wir haben aber immer 220 Volt an Bord über die Wandler. Der hat zum Beispiel 12 kW an Ladewandlern drin. Der hat 3 kW allein nur für die Stereoanlage, der ist völlig losgelöst von allem anderen. Und. Also das ist hier alles big, big, big. Okay. Ungefähr die, ich sag mal, Gesamtleistung der Batterien, was ist hier verbaut in dem? Weißt du es? Der hat 25 kW. Batterien? Ja, 25 kW. Das sind mal eben so knapp eine halbe Tonne. Eine halbe Tonne Lithium. Ja. Also ich muss mal kurz 25 kW muss man durchatmen, aber ist so. Ja.
ich bin sprachlos. Also ja, normal, also die braucht er aber auch. Nochmal, eine 100 Amperestunden Lithium wiegt ungefähr 25 Kilo. Nein, da sind ja erstmal sind große drin. Das heißt dann, 2000 Amperestunden sind, ungefähr? Sind 6 bis 10 Stück sind drin, je nachdem wie viel. 5500 Amperestunden. Auf 24 Volt? Auf 24 Volt. Okay, und dann verstanden. 5 oder 8, also 6 oder 8 oder 10. Verstanden. Je nachdem nach okay, Benutzung. Das heißt rund eine halbe Tonne Lithium. Ja, ist fast eine halbe Tonne. Ja gut, man muss die, wir sagen, wir rechnen in Kilo die komplette Einheit. Das heißt, ja, da gehört der Trog auch zu. Ja, klar. Ne? Okay, verstanden. So, hier sieht man auch... Das ist im Grunde genommen vom Wert her schon so viel wie, ich sag mal, ein Mittelklassewagen, die Batterien. Eine halbe Tonne Lithium. Ja, das ist, sind halt noch so teuer. Man muss dazu sagen, dass Tesla zum Beispiel auch diese Wall-Stationen für zu Hause hat, die wiegen ja auch einiges. Also ja, das relativiert das natürlich ein bisschen. 500 ja Kilo kommen dann zusammen, ja, die da zusammen sind. Aber das ist Strom wie zu Hause. Das ja heißt, ich ja, kann... Ja, man muss den Trog abziehen, ne? Ja, also wo die drin stehen. Aber trotzdem. Das ist eine schöne Küche, gell? Ja, finde ich auch. Auch da habt ihr das Holz durchgezogen. Komplett, kann man sehen, überall durch. Auch hier, auch wenn man die Türen zumacht. Ist es massiv? Nein, es ist furniert. Ist furniert. Ja, ja. Das heißt, aber so perfekt furniert, ja, wer sich da auskennt. Ja. Da an der Seite. Ja, das Thema Leichtbau, das trifft euch nicht unbedingt, doch, aber doch. Oh, klar. Ja. Habe ich ja gerade gesagt, wir haben früher 600 Kilo drin gehabt an 2-Volt-Zellen, also Bleisäure-Akkus. Und die wogen auch, ja wie gesagt, 600 Kilo kam der Trochner dazu und da kämpfen wir auch mit. Die Autos hier, wie man sehen kann, werden immer größer, die mitgenommen werden. Also müssen wir auch versuchen, irgendwo die Gewichte im Rahmen zu halten. Gerhard, was ist dahinter hier? Da haben wir eine Spülmaschine drin. Ach, hier sind da so Auszüge. Okay, Apotheker, ja, kleine. Ja. Stark. Auch handgefertigt. Ja, klar. So, dann hier ist die Spülmaschine. Hier ist die Spülmaschine drin. Da ist er, von Siemens. Ja, die kenne ich. Ja, hier ist jetzt eine Siemens drin. Hier oben haben wir ein bisschen einen Weinkühler noch. Zeig mal bitte. Hier. Den mal ganz kurz aufmachst, das ist zu. Das ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber der Schlüssel ist abgeschlossen. Nee, ist okay. Ich kann es mir vorstellen. Und das da ist ein Dampfgarer. Dampfgarer, genau. Und hier die Standardsachen halt. Ne? Das ist der Kühlschrank. Ja. Ach so, ein Miele. Das ist Haustechnik, oder? Das ist alles Haustechnik, ja. Die laufen alle auf 220 Volt. Die läuft alles auf 220 Volt. Und hier? Deshalb braucht ihr auch diese Energie. Ne? Und dort, was ist da drin? Das ist auch noch ein Apothekerschrank. Warte mal, ich filme mal kurz. Der ist so schön gemacht, ja. Mhm. Das auch mit dem Holz, dass man das sehen kann. Ja, das läuft auch, ja. Das läuft auch, ja. Und auch wieder hier mit Luftpolsterdichtung. Ne? Ja. Dass ja nichts klappert, oder? Nee, das klappert dafür nichts. Außer die stellen Sachen rein, die nicht fest sind. Aber ja, da bin ich dann raus. Das stimmt. Ja, und hier unten drunter, was ist da? Ja, hier ist Töpfe, oder? Also nur mal kurz, weil viele sich ja, boah, ist das schön gemacht. Das heißt, du hast Einsätze, die ihr selber fertigt? Das ist alles bei uns gefertigt, komplett. Mit den Nuten und allen drum und dran. Die kannst du dir dann auch so machen, wie du möchtest. Ja, hier ein paar schöne Messer drin. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Das ist mal hier für ein großes Steak hier. Da vorne. Ja. Unten drunter, was ist da? Ein Pushlock. Ah, das ist Zusatzpolster für das Bett, gell? Ja. Okay. Abstellraum. Toll. Staukästen. Und letzter Kasten, kurz mal reinschauen. Okay, also da hat man genug Platz in der Küche. Leute kochen ja gerne. Es gibt ja die und die. Also ich nehme mal an, ihr habt doch... Das ist unterschiedlich. Ja. Ne? Hier ist der Mülleimer drin. Da ist der Mülleimer. Mhm. Der ist auch nicht schlecht. Und da vorne, ist da auch noch was? Ja, eine Goldtür. Kleine Fächer, die ihr dann gemacht habt. Ja, wir gucken, ob wir dem Kunden möglichst viel Raum bieten. Ne? Ihr habt natürlich auch innen alles furniert, ja, von dem Holz. Ja, ja, klar. Durchgehend. Ist durchgehend. Ja, gut, wir müssen innen sowieso furnieren, weil wir müssen ja einen Gegenzug haben. Ja. Und dann können wir auch direkt das edle Material nehmen. Sag mal, die Maschine, die das aufschneidet, das Material, wie funktioniert das? Ihr gebt das ab oder macht ihr das selber? Nee, das machen wir bei uns. Macht ihr bei uns? Ich will nur mal sagen, wir haben alleine eine Fräsmaschine, die kann bearbeiten, 3 Meter breit, 12 Meter lang. Mhm. Das hat keiner. Ich wüsste nicht, wer sowas hat. Ich glaube noch nicht mal Hümer hat so eine große. Ich komme mal bei dir vorbei. Ich schaue mir das Ganze ja mal an, wenn ich mal Zeit habe. Und da habe ich immer Maschinen. Ich bin am Maschinen vergleich viel investiert. Wir haben eine riesige Abkantpresse, 300 Tonnen Presse, voll CNC gesteuert. Also wir haben einen Maschinenpark, haben wir schon ziemlich gut. Ich zeige mal gerade hier. Das ist ganz toll. Also das sieht nicht nur gut aus, sondern das erfüllt natürlich seinen Zweck optimal. Ja. Das ist perfekt, oder? Ja. Ja, da wird jedes Glas
wird hier angepasst und man muss sich mal, wenn man so auf den ersten Blick da drauf guckt, dann sieht das aus wie ein Gläserhalter, aber die haben das in sich. Ne? Man muss mal gucken, die Füße unten sind alle auf einer Ebene, aber die Löcher oben, also die Hälse der Gläser, ja, die sind total unterschiedlich. Das heißt, ich muss jedes einzelne Glas vermessen, damit ich überhaupt die Höhe hinkriege. Verstehst du dich mal? Ich verstehe. Damit, total aufwendig. Ja, bitte mach mal auf, bitte. Und wenn die Gläser, wenn die dann Gläserhalter sagen, ja, und bringen mir andere Gläser an, dann werde ich irre. Weil da musst du jedes einzelne Glas messen. Okay, das heißt aber auch, dass die auch verfügbar sein müssen, die Gläser, auf lange Zeit. Ja, klar. Das sind gute Hersteller, die ihr habt. Ja. Naja, das ist natürlich klar vom Feinsten. Und da darf auch nichts klappern, das ist nein, ja klar. Nein, nein. Ja. Dann unten drunter. Und die werden eben auch auf der Fräsmaschine gemacht. Ne? Aber so. Ich meine, wenn die konstruiert sind, wir konstruieren das im 3D-Bereich. Sag mal, wie. Und dann kommen die auf die Fräsmaschine und dann fährt die aus. Wie ist das zu machen, dass das so perfekt, dass so kein Grat, kann nichts... Das geht nur mit einer CNC-Maschine. Ja. Das ist so. Und auch hier das Glas macht er selber, schneidet ihr? Nee, nee, Glas lasse ich machen, das ist klar. Da würde keinen Sinn machen. So, jetzt hast du gesagt, die Luftausströmung bei der Klimaanlage. Ich merke es, ja, wie gleichmäßig. Du hast überhaupt keinen Luftzug. Kann man mal da hinten reingehen. Die ist aktiv jetzt. Ja, die vorne ist... nach vorne. Hier. Okay. Die kann ich jetzt nicht starten vorne, aber nee, kannst du mal durchgehen, dann merkst du, Es ist absolut entfeuchtet jetzt hier drin, ja, gell? Ja. Da ist auch eine folgende Mobilklimaanlage. Dann kannst du mal da oben die Hand hinhalten, dann merkst du gar nicht, die hörst du auch nicht. Mhm. Das, ne? Gut, das ist entsprechend zentrale Lüftungstechnik. Ja. Das heißt, ihr braucht auch entsprechende Klimabauer, braucht ihr auch, oder? Ja, da machen wir unseren Schlossern. Mhm. Oder Sanitärleuten. So, jetzt sind wir hier im Bett. Wenn der, ich sag mal, der Wallout, so habe ich es ja jetzt gelernt, wenn der drin ist, kommt man hier noch durch? Nein, kommt man da nicht mehr durch. Kommt nicht mehr durch, das haben wir geklettert. Genau. Ja. Früher haben wir das so gemacht, aber das hat kaum einer genutzt. Dann haben wir gesagt, machen wir lieber Bett größer und den Schrank größer. Und es kommt gut an, oder? Kommt gut an. Wenn jetzt einer da durchgehen möchte, dann wird das etwas anders konstruiert, dann geht das auch. Das Raumklima richtig klasse. Du hast hier ganz hochwertigen Belag an der Wand. Das ist auf Kundenwunsch. Ja, das ist auf Kundenwunsch, klar. Wir haben auch andere Systeme, aber wir haben ganz ehrlich festgestellt, dass wir mit dieser Art die besten Raumergebnisse erzielen. Weil der Teppich, der nimmt Feuchtigkeit auf und gibt auch wieder Feuchtigkeit ab. Das ist ganz wichtig. Wenn wir anfangen zu tapezieren oder mit Alcantara-Blatt drauf, dann hat man immer so das Gefühl, wenn man reinkommt, das atmet nicht richtig. Ist das Initialien hier? Ja, ja, Initialien. Das wird natürlich auch extra. Wir haben eine Stickmaschine und solche Sachen, ne? Cool. Wo wir das drauf machen. Kasper und Balthasar, ja, CB. Ja. So, ich zeig mal, das haben wir schon gezeigt. Ja, ja, hier kann man natürlich auch alles elektrisch holen. Warte mal, das Bett? Ja. Warte mal kurz, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Kann ich nicht machen. Der geht nicht. Nee, jetzt noch nicht wieder. Okay. Der kriegt auch noch Matratzen, das haben wir ausgebaut. Alles klar, passt. Der kann komplett elektrisch auf und runterfahren, aber ganz. Sag mal, wenn jetzt der Kunde kommt, so nach, ich sag mal so nach 10 Jahren. Ja. Und sagt, okay, das hier ist jetzt Yachtstil, es gefällt mir nicht mehr, hier können wir was Neues rein. Das geht, der kann das Auto abgeben? Können wir das machen, wir natürlich machen wir öfter, aber am Möbelbau möglichst wenig, weil das ist, ja, der hält sowieso, aber das ist so aufwendig, da kann man besser ein neues Auto kaufen. Ja, man muss ja zweimal bauen, man muss erstmal rausbauen und dann wieder neu reinbauen. Ja, aufwendig. Aufwendig, ohne Ende. Sag mal, Leerfahrzeuge, das macht ihr nicht für Büro oder sowas, das lohnt sich gar nicht, oder? Wir machen Promotion-Autos und solche Sachen. Wir machen für den Rennsport, wir bauen ja auch große Sattelauflieger mit drei Achsen und so, also richtig schwere Sachen, 40 Tonnen, aber die habe ich einmal hier gezeigt. Großes Erstaunen, aber da ist ja hier kein Markt für da. Ich zeig mal, das ist eher so Amerika. Hier vorne hast du noch Hier sind Schubladen drin. Schubladen drin. Denn die Frau von heute möchte ja viel Platz. Daneben ist noch mal eine. Große Schubladen drin. So, und das gleiche wahrscheinlich auf der anderen Seite. Hier sind... Das ist der Fernseher hinter, gell? Das ist der Fernseher hinter. Hier sind noch kleine Fächer drin für Kleinkram. So, jetzt kommt das Beste von allem. Hier sind auch noch Fächer dahinter? Ja, ja, überall. 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 Wo du dann Unterwäsche, egal. Ja, da sind große was machen kannst. So, ich gehe mal kurz zurück und die Schränke, die filme ich jetzt mal mit dir zusammen. Ja. Denn wir haben ja eine Frau an Bord. Nicht, dass die Männer, ich bin ja eher so ein T-Shirt-Typ, aber man hat ja oft hängende Kleidung, die man mitnehmen möchte, die teilweise bis zum Boden geht. Ja. Das ist nicht der Skianzug, der Overall, sondern auch da kann der Kunde sagen, wie tief er es gerne hätte. Also da müssen schon ziemlich lange Abendkleider sein. Darf ich noch einmal kurz diese Dichtungen zeigen, die so wunderschön umlaufend sind? Und das ist natürlich auch, da ist eine Nut drin, wo die drin liegen. Ja, genau. Da ist eine Nut drin. Da ist noch ein Schrank. Ja, da sind alles Schränke. Die sind natürlich alle beleuchtet. Die sind beheizt.
Und der ist noch ein riesiger Schrank, der geht nach hinten durch. Also, du kannst dir deinen ganzen Hausrat mitnehmen, ja, wenn du ja, möchtest. Ja, das ist schon unglaublich. Die Platzmiete ist Wahnsinn. Sag mal, Zuladung, du hast eben gesagt, vier Tonnen. Der nicht mehr. Der nicht mehr. Die ist, wenn der Wasser drin hat, reisefertig, hat er so knapp 18 Tonnen. Also der ist am Ende. Weil hier so viele schwere Sachen drin sind, ja. Auch da, das müssen die Leute wissen. Das Fahrgestell, das gibt es auch größer auf Wunsch, oder? Das ist das größte Fahrgestell. Dann gibt es noch mit einem kleineren Fahrgestell. Den gibt es aber auch als Dreiachser hier. Dann könnte man auf 26 Tonnen gehen. Aber dann hat man durch die dritte Achse viel weniger Schauräume und kriegt kleinere Autos rein. So. Aber die Klimaanlage ist schon gut. Die ist klasse. Also was ich jedem nur empfehlen kann, gerade im Wohnbereich, du hast immer zwei drin, oder? Das heißt zwei entsprechende Ausströmer. Drei hast du dann. Ja. Wir haben die Klimaanlage für den hinteren Bereich. Der nimmt dieses Badezimmer mit. Wir haben den Wohnbereich und wir haben den Fahrerbereich. Also, ich darf dir schon mal sagen, das ist eins der schönsten Wohnmobile, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Nicht nur das hier, sondern auch optisch draußen, Perfektion. Man sieht, dass du wirklich das mit Leidenschaft machst. Und ich glaube, man kann es auch nur machen, wenn man es mit Leidenschaft macht, oder? Ja, man muss auch ein bisschen verrückt dafür sein. Leidenschaft und Verrücktheit. Die Kombination muss man haben. Was ich cool finde... Ja. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat einen super Spruch gesagt. Er hat gesagt, immer, Gerhard, super mit dir. Aber du brauchst, um so ein Auto zu bauen, brauchst du zwei Verrückte. Einen, der baut und einen, der bezahlt. Und die Kunden habe ich. Gut, das heißt also, ja. Das heißt aber auch Vertrauen. Natürlich. Das heißt, da gibt es ja eine Anzahlung, die gemacht wird. Dann, ja, muss ja. Dann gibt es ja zwischendurch auch mal eine Bauverzögerung. Dann hat der Kunde vielleicht wie beim richtigen Haus auch mal andere Ideen und so. Genau. Das heißt, der muss dir vertrauen. Der muss mir vertrauen. Das ist eine Vertrauenssache. Ja. Und... Das steht auch bei uns an erster Stelle. Ist wichtig, oder? Ja, ist wichtig. Das ist zwar nicht immer schön, wenn wir sagen müssen, pass mal auf, dein Auto dauert jetzt 6 Monate länger. Da gibt es auch mal Krise und Ärger und Theater. Aber unterm Strich nachher verstehen die das. Und wenn sie ihn dann haben, sind sie auch glücklich. Ich finde das so stimmig hier. Du kannst dein Auto nicht so am Punkt... Das sind alles Stauräume. Da kann man eine Fernbedienung ablegen, Brillen und solche Sachen. Wenn ich das mal sehen darf, bitte. Sei mal so lieb. Kann ich machen. Eine halbe Tonne Lithium mit dem Halter, okay. Ja, die Halterung ist natürlich auch. Das ist ja praktisch mit der Fernbedienung, dass du hier die Sachen reinhängen kannst. Hier könnte man auch Hemden reinhängen, das ist so ein Hemdenhalter. Ja. Man kann aber auch ablagen. Also das ist individuell, der ist ja gerade auch erst rausgegangen und der wird dann nachher noch speziell abgestimmt. Okay, da kommt dann noch ein Haken hin und hier noch eine Halterung, das Licht wird ein bisschen anders gestellt vielleicht. Das sind so persönliche Dinge, die man eigentlich erst merkt, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ich stehe zurzeit am P1, du weißt, was hier laufen startet und stoppt hier drüber. Morgens um 6 Uhr kommen die Flugzeuge, dann höre ich die Autobahn, obwohl die Fenster zu sind. Klar, ich habe natürlich Plexiglas an meinem Wohnmobil. Ja. Wie ist das hier, wenn alle Fenster zu sind, Klimaanlage läuft? Also wenn die ist er leise? Ja, wenn die Fenster zu sind, ist er sehr leise. Sehr leise. Ja, das sind schon Mordsfenster und so. Und auch die Karosserie selbst, die schluckt. Ja. Da darf ich hier mal sehen, so ein Fenster beispielsweise? Ja. Dass wir da mal vielleicht mal reingucken können. Ja. Fahren wir mal. Ich fahr mal den. Fernseher nochmal runter. Ja. Fernseher runter. Echt Glas natürlich, weil es lässt sich ja nie vermeiden, dass man schon mal einen Ast abkriegt, oder? So einen kleinen an der Seite. Muss echt Glas. Die macht ihr selber? Nein, die nicht. Wir produzieren jetzt die nächste Serie, produzieren wir selber. Die lasse ich machen. Boah, sind die dick. Doppelt verglast natürlich. Ja, das ist ja ein richtig massiver Rahmen. Aber wir haben jetzt, jetzt kommt bei uns Glas in Glas. Das erste Auto wird auch schon so produziert. Glas in Glas heißt? Ja. Das ist wie eine Fläche, auch aber Karosserie eben, also nicht so aufgesetzt, dass die außen drauf sind, sondern eben eine Fläche. Okay, das sieht man jetzt so ein bisschen da hinten. Ist so ein bisschen die Form, die du jetzt gewählt hast, das ist Volkner, das kann man sagen, das ist deine DNA. Wie meinst du jetzt, die Karosserieform oder was? Ja, genau. Ja gut, die ist so entstanden, die ist ein paar Mal abgedatet worden und es wird irgendwann jetzt, sag ich mal, schätze ich mal, nochmal ein Update kommen. Mhm. Muss man ja mal dranbleiben. So, komm, wir gehen mal kurz raus, mal nach Moderation. Okay. Ich denke, wir haben nichts vergessen, das ist eins, Länge vom Fahrzeug 12 Meter? 12 Meter. Höhe? 3,85 und Breite 2,53. 2,53. Und die maximal zulässige Reisegeschwindigkeit wahrscheinlich LKW, 87. Leider ist das so. In Frankreich mehr. In Frankreich mehr. Er kann auch mehr, der kann 120, da war aber nicht. 80, das heißt, du fährst laut Tacho 87 dann wie die anderen? Ja, ich fahre eigentlich so immer so 95. Okay. Das ist so am Rande.
Da gibt es, ich glaube, das kostet 20 Euro dann, oder? Ja, ja. Genau. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Auf geht's, einfach ziehen. Auf? Ja, ja, ja. Hier? Oben, ja. Sehr schön. Oh, der Klang. Darf ich das nochmal? Du musst mir mal einen Gefallen machen, ja. Ist ja mehr so eine, auch so eine Safe. Oder? Wenn du mal gerade bitte einmal öffnest für mich. Ich fühle mal gerade den Klang. Bitte mal zumachen nochmal. Bitte mach mal zu. Das macht doch Spaß, oder? Ja, klar. Es gibt doch Leute, die machen ja, ich sag mal, in großen Firmen nur Türen auf und zu. Ja, genau. Und das ist jetzt praktisch die Position. Ist, ja. Ja, wer hat auch die G-Klasse Fahrer, die kennt ja. Das auch. Da geht das genauso. Geht das genauso. Komm, wir gehen mal. So, wir sind wieder draußen. Name von dem Fahrzeug, Performance S? Das ist ein Performance S, ja. Erhebt sich nochmal deutlich von dem normalen Performance ab. Der ist ein bisschen anders gebaut, auch von der Technik her. Der ist aber die dicken Batterien. Da ist alles big, big, big. Und der hat die Garage unten drin, hat er viel größer und auch länger. Das ist aber brutal aufwendig zu bauen. Und deshalb haben wir den anders genannt. Und deshalb ist der auch ein bisschen teurer als der normale Performance. Ich kenne ja Setra, die haben ja so einen selbsttragenden Rahmen. Wie ist das hier bei dir gelöst? Nee, das ist hier komplett anders. Der hat eigentlich die statischen Elemente alle außerhalb sitzen. Weil in der Mitte ist nichts. Ja, wie man sieht, ist nichts. Ja. Das heißt nur an der Seite, das ist aber nicht statisch, oder? Naja, klar, oberhalb. Also da unten sieht man gar nichts. Das ist so geschickt verbaut. Ich darf nicht rein? Nee. Okay, alles klar. Passt. Das ist so statisch, da kann man auch nicht sehen. Das ist sieht man nicht. Zu sehen. Nee. Ich wollte nur mal kurz mal drunter filmen. Das heißt, du hast entsprechend Mastervolt hast du drin, oder? Ja, das ist jetzt nur Mastervolt der Wandler für die... Für die Stereoanlage. Die richtigen Wandler hat der woanders sitzen. Der hat okay. Hier hinten drin sitzen. Super. Ja, heute, ich schau mal ganz kurz rein. Wir sind am Stand von Volkner. 30. August 2021. Jenny, der vierte Tag. Das ist was ganz anderes, oder? Das ist ein Traum. Das ist quasi eine richtige Eigentumswohnung auf Rädern, die also nicht nur groß ist, sondern auch sehr leise ist, die 30 Jahre hält, die wahrscheinlich fürs Leben gebaut ist, wo du also dann auch die Haushaltsinstrumente, die kannst du tauschen nach 10 Jahren, du kannst das anpassen, man kann es mal erneuern. Ja. Also das ist fürs Leben gebaut. Das ist unsere Philosophie. Ja. Genau da soll es hingehen, dass man auch ein wertiges Auto hat und wie man auch sehen kann, auf dem Gebrauchtwagenmarkt, die Fahrzeuge, selbst wenn sie 15 Jahre alt sind, haben noch unheimlich brutal hohe Preise. Also die halten sich richtig gut vom Preis. Sag mal, Lack, du hast mal erzählt, der jetzt ein H-Kennzeichen kriegt. Da hast du gesagt, der sieht aus wie neu, den er jetzt zurückgenommen hat. Den kann man bei uns besichtigen, der steht bei uns in der Ausstellungshalle. Ist das Lack Nummer 1 drauf? Das ist Lack Nummer 1 drauf, ja. Der ist Originalzustand. So wie der rausgeliefert worden ist, steht er jetzt bei uns. Nach 23 Jahren. Der hat kein H-Kennzeichen, der ist 23 Jahre. Okay, 23 Jahre. Der mit dem H-Kennzeichen, der ist komplett überarbeitet. So, das ist der baugleiche quasi vom Grundriss? Nee, Grundriss innen anders, oder? Ja, der ist ein bisschen kleiner als der Perfection. Das ist im Grunde genommen das Einstiegsmodell in die Performance-Klasse. Preis, wo fängt das an? Der liegt so bei 800.000, geht dann aufwärts. Und der da? Der liegt im Grundpreis so bei 1,2, glaube ich. So. Wie er hier steht, um die 2? Der kostet um die 2, ja. Aber der ist auch außergewöhnlich, ne? Weil da sind viele Bauteile drin, die schon Burmester. Von Hause aus schon unheimlich teuer sind. Ja, das haben wir ja drüber uns unterhalten. Ja, vielen, vielen Dank, Gerhard. Ganz, ganz toll. Bis zum nächsten Mal. Ja, und gebt uns mal einen Thumbs up und bitte den Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Macht das. Ciao.